Guten Abend, meine Damen und Herren. Es wird eine Sache sein zwischen einem Spezialisten und einem Laien. Der Laie bin ich. Ich gehe mal davon aus, dass viele von Ihnen, die hier sitzen, ebenso laienhaft an diese Sache herangehen, wie ich das bisher getan habe. Ich habe mich zwar interessiert, aber sehr viel mehr auch nicht gewusst. Und ich denke aber, es ist gut, wenn spezialisierte Wissenschaftler und Laien aufeinandertreffen, damit es nicht in einem hermetischen Sprachduktus bleibt und man zum Schluss gar nichts mehr versteht. Es geht also um die Frage, der Titel ist natürlich eine Frechheit. Das ist völlig klar, muss ich Ihnen nicht erklären, weshalb. Aber wir haben gedacht, ein bisschen Provokation tut auch gut. Denn wir haben ja versucht, in dieser langen Reihe von Veranstaltungen des Schwindels der Wirklichkeit an allen Ecken immer wieder zu provozieren, darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, dass wir ja heute in einer Aktienzeit leben, in der alles Mögliche neu definiert wird und unter anderem auch, was das denn ist, der Mensch, zumindest das Bild des Menschen, das wir haben, und wie der Mensch mit der Maschine zusammenhängt, was das zu tun hat mit all diesen Zwängen der Selbstoptimierung und all den Versprechungen, die uns die Möglichkeiten, die digitalen Möglichkeiten der neuen Welt machen. Professor Dr. John Dylan Haynes ist Hirnforscher und begonnen hat er, und das ist eine interessante Kombination, als Psychologe. Und seit 2006 ist er Professor für Theorie und Analyse weiträumiger Hirnsignale am Bernstein Center for Computational Neuroscience und am Berlin Center for Advanced Neuroimagining der Charité und der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir wollen heute Abend wissen, was das bedeutet, wenn Bewusstsein ablesbar ist und in einem zweiten Schritt stimulierbar und in einem dritten vielleicht manipulierbar. Was können wir heute also mit modernen Hirnscannern wirklich erreichen? Können wir unseren Geist von einem Computer herunterladen und also ein Backup von uns selbst erstellen, wie Science-Fiction-Fantasien, aber auch Technologieunternehmen uns das versprechen? Das führt zu vielen weiteren Fragen, über die wir dann nach seinem Vortrag diskutieren werden. Das werde zuerst mal ich mit ihm machen, aber dann nach kurzer Zeit geben wir das Mikro ins Publikum, denn wir gehen davon aus, dass Sie sehr viele Fragen und Anregungen haben werden. Ja, guten Abend. Ist etwas ungewöhnlich wahrscheinlich, dass hier ein Hirnforscher in diesen heiligen Hallen zu Ihnen spricht und die schmutzigen kleinen Details der Naturwissenschaft hier reinträgt. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich mit dem Thema Psychologie und Hirnforschung gründlich auseinandersetzt. Schließlich ist dieses Thema des Zusammenhängens zwischen Geistigem und Körperlichem eine der zentralen Aspekte, die uns als Menschen definieren. Und deswegen möchte ich Ihnen heute Abend einen kleinen Einblick darin geben, was wir heute darüber wissen, wie menschliche Bewusstseinsinhalte im Gehirn repräsentiert sind, aber auch darüber, wie man sie auslesen kann und was das möglicherweise auch für Fantasien beflügelt. Um aber erstmal einen kleinen Einstieg zu finden, so am späten Abend einen Vortrag, da ist ja vielleicht der ein oder andere auch schon ein bisschen müde, lade ich Sie zu einem kleinen Spiel ein. Sie können jetzt also alle mitmachen. Und ich möchte einen kleinen Schwindel in Ihnen erzeugen. Und zwar, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie Sie glauben. Jetzt schauen wir uns mal ein ganz unschuldiges Bild an. Und schauen Sie sich es ganz genau an, dieses Bild. Und zwei Leute, die am Tisch sitzen, eine Flasche Wein trinken. Das passiert ja jeden Abend, sage ich mal, bei uns zu Hause. Ja. Das kennt jeder. Wenn wir da so sitzen als dritte Person mit am Tisch, dann würden wir das Gefühl haben, dass wir diese Außenwelt, die um uns herum ist, ganz genau erkennen, dass wir eins zu eins mit dieser Außenwelt in Kontakt stehen und sie permanent und detailliert wahrnehmen. Nun möchte ich Ihnen mal zeigen, dass das nicht der Fall ist. Und zwar werde ich das Bild jetzt mal wegnehmen, nachdem Sie sich es mal ganz gründlich angeschaut haben, und werde es wieder zeigen und dann werde ich etwas verändern. Und das ist etwas, was relativ auffällig sogar ist, aber es wird Ihnen möglicherweise schwerfallen, das zu sehen. Und ich möchte nicht, dass Sie dann ausrufen, also ich sage es jetzt nochmal ganz eindrücklich, wenn Sie einen Satz in diesem Vortrag hören müssen, dann diesen jetzt,
rufen Sie nicht aus, wenn Sie es gesehen haben, was es ist. Flüstern Sie es auch nicht zu Ihrem Nachbarn, weil dann ist es für die ganzen anderen Kollegen hier verdorben. Ja? Sondern heben Sie einfach die Hand, ganz stolz, dass Sie es gesehen haben. Aber also ab jetzt sozusagen für eine Minute bitte nichts sagen. Unter keinen Umständen, auch nicht zum Nachbarn. Und ich werde es einfach mal animieren. Und jetzt sagen Sie mir einfach mal, was ändert sich in diesem Bild zwischen verschiedenen Flackern dieses Bildes. Einfach, Entschuldigung, die Hand heben, wenn Sie es gesehen haben. Sie müssen keine Angst haben, Sie können ehrlich antworten, es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Also, vielleicht haben es einige von Ihnen ja sicherlich schon gesehen, hier im Hintergrund dieser Balken, der springt auf und runter. Und das Verrückte daran ist, dass wenn wir das statische Bild sehen, dass wir das Gefühl haben, dass wir mit dem gesamten Bild in Kontakt stehen, mit dieser Außenwelt, und es quasi unmittelbar wahrnehmen. Und wir merken erst, wenn man es wegnimmt, wie viele Details uns eigentlich fehlen, also wie unterschiedlich unsere Vorstellung davon ist, wie wir funktionieren, und wie wir tatsächlich funktionieren. Und darauf werden wir heute ein bisschen zu sprechen kommen. Nun, womit beschäftigt sich ein Hirnforscher? Der Hirnforscher, also wenn man sich in meinem Metier umtut, beschäftigt sich mit der Frage, wie solche geistigen Leistungen mit der Hirnaktivität zusammenhängen. Und hier sehen Sie ein anderes Beispiel, mit dem sich Hirnforscher gern beschäftigen, um menschliche Intelligenzfähigkeiten zu demonstrieren. Wenn jemand von Ihnen sieht, was auf dem Bild dargestellt ist, heben Sie doch bitte die Hand. Ist auch wieder ein bisschen schwierig. Das ist jetzt ein bisschen wie so ein Rorschach-Klecks-Test. Man kann da möglicherweise alles Mögliche drin sehen. Und das ist jetzt für mich eine Analogie zu Ihrer Vorstellung über die Hirnforschung. Nämlich, Sie können in seinem Bild, wo Sie eigentlich gar nicht genau wissen, was da drin enthalten ist, können Sie entweder viele schöne Dinge sehen oder vielleicht irgendwelche schlimmen Dinge sehen. Ich werde es einfach mal wegnehmen, dann können Sie es sehen. Es ist ein kleines, harmloses Vögelchen in dem Bild versteckt. Jetzt, wo ich es Ihnen gezeigt habe, sehen Sie es auch. Ne? Sehen Sie den Vogel immer noch. Und so ist es natürlich auch mit dem Forschungsgebiet, auf das ich heute zu sprechen kommen werde. Das ist für Sie wahrscheinlich auch eher eine Blackbox. Sie wissen eigentlich gar nicht so genau, was es mit der Hirnforschung auf sich hat. Und, das ist das Schlimmste, die meisten Dinge, die Sie über das Gehirn zu glauben wissen, sind auch noch falsch. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Linke, rechte Hirnhälfte machen fundamental unterschiedliche Dinge, wie linke Hirnhälfte Intuition, Rationalität, rechte Hirnhälfte Intuition. Stimmt nicht, zum Beispiel. Ist kompletter Quatsch. Also Sie wissen viele Dinge über das Gehirn zu glauben, Dinge über das Gehirn zu wissen, viele davon sind auch einfach falsch. Sie haben wahrscheinlich gar keine detaillierte Forschung davon, wie es in der Hirnforschung zugeht. Und so können wir in solchen Situationen wieder, wie bei einem Rorschach-Test, vor allen Dingen ablesen, was für Wünsche und Ängste wir in solchen Situationen haben. Der eine projiziert in so etwas, wo er nichts weiß, erstmal ganz viele Dystopien hinein. Er sieht was ganz Negatives da drin. Er sagt, um Himmels Willen, die Hirnforschung, das ist ja unser aller Grab. Jemand anders sieht vielleicht was Positives da drin und sagt, mit der Hirnforschung können wir Menschen helfen, zu kommunizieren, die sich nicht mehr bewegen können. Wir können möglicherweise interessante Formen der Kommunikation aufbauen. Wir können Krankheiten heilen und wir erfahren auch noch was über uns selbst. Also es gibt positive und negative Aspekte und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal zeigen, wenn wir diese Blackbox aufmachen, dass wir nicht einfach nur über ein unstrukturiertes Bild reden, wo Sie vielleicht nur eine diffuse Vorstellung davon haben, was da passiert, sondern dass wir über Tatsachen reden, dann als Grundlage für das interessante Gespräch nachher, dass wir also einfach erstmal ein paar Fakten auf den Tisch tun. Was kann denn die Hirnforschung heutzutage im Zusammenhang mit Bewusstsein überhaupt leisten? Nun, hier ist eine der Vorstellungen, die besonders optimistische Menschen haben. Der Herr Kurzweil hat mal früher in den 70er Jahren Musikinstrumente gebaut und hat sich dann zum Zukunftsforscher ausgerufen. Er hat sich auch intensiv mit allen möglichen Themen wie Hirnforschung beschäftigt und er ist ein absoluter Neurooptimist.
Er hat die Vorstellung einer technischen Singularität. Das ist also hier drin, weil es sehr populär geworden ist. Viele Leute haben hiervon schon gehört. Und ein Aspekt dieser Singularität ist, dass eines Tages wir möglicherweise unseren Geist mit Hilfe eines Hirnscanners oder der Hirnforschung herunterladen können aus dem Gehirn. Das ist das eine. Und das zweite ist dann, dass wir den Geist auf einem Computer simulieren können. Das heißt, sie haben dann keine Existenz mehr in Biologie, sondern sie haben eine Existenz in einem Computer. Sie leben in einem Computer fort. Das ist natürlich toll, weil solange sie immer einen guten IT-Service haben, können sie dann theoretisch endlos leben, ja? Sind möglicherweise damit über die biologische Begrenztheit, gehen wir dann damit hinaus. Ja? Das ist die Vorstellung von Herrn Kurzweil. Wir werden vor allen Dingen jetzt auf den ersten Teil eingehen, nämlich inwiefern wir aus der Hirnaktivität auslesen können, was jemand gerade denkt, die Gedanken, Gefühle etc. aus der Hirnaktivität rausbekommen können, als Vorstufe davon, das dann in einem Computer simulieren zu können. Das ist also eine Science-Fiction-Vorstellung einer Gedankenlesemaschine. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere von Ihnen vielleicht so eine ähnliche Vorstellung hat, dass das ist, was wir Hirnforscher in unseren Laboren machen. Und jetzt geht es um den Reality-Check. Was stimmt denn daran nun eigentlich wirklich? Also die Grundidee ist, wir messen Hirnaktivitätsmuster. Dann machen wir irgendwas ganz besonders Schlaues mit diesen Hirnaktivitätsmustern. Und dann können wir uns das auf einem Videobildschirm anschauen. Ist noch nicht ganz so weit. Das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Aber was können wir denn tatsächlich und wie machen wir das? Nun, am Anfang steht ein Hirnscanner. Sie können nicht jede einzelne der statistisch gesehen 86 Milliarden Nervenzellen, die Sie haben, einzeln messen. Das geht nicht. Das können Sie bei einem Versuchstier noch nicht mal machen, aber bei einem Menschen, nicht invasiv, mit einer Technik, die dem Menschen keiner Belastung aussetzt, können Sie das schon gar nicht. Sie bekommen also nicht ein vollständiges Bild der Hirnaktivität, sondern ein Bild etwas geringerer Auflösung. Und das messen wir mit solchen Kernspintomographen. Das sind im Grunde genommen ganz starke Magnetspulen, in denen ein sehr starkes homogenes Magnetfeld entsteht. Und jetzt ist die Frage, wie können wir damit so einem Gerät auslesen, was jemand gerade denkt? Nun, ein erster Hinweis darauf kommt aus folgender Überlegung. Wie ist denn in anderen Situationen Information kodiert? Wie können wir die Sprache des Gehirns auslesen? Wir brauchen erstmal irgendeinen Anhaltspunkt. Nun, schauen wir uns doch mal eine CD an. In dem Rillenmuster auf der Oberfläche der CD ist ein Musikstück kodiert, zum Beispiel. Und ein Musikstück hat ein ganz bestimmtes Rillenmuster auf der Oberfläche der CD. Ein anderes Musikstück hat ein anderes Rillenmuster. Und so ähnlich wie diese Musikstücke in Rillenmustern auf der Oberfläche der CD kodiert sind, so sind unsere Gedankeninhalte in Aktivitätsmustern im Gehirn kodiert. Wir müssen nur irgendwie diese Aktivitätsmuster erstmal auslesen und dann interpretieren. Fangen wir mal an mit dem Auslesen. Da tun wir jemanden einen Hirnscanner, da müssen wir allerlei Mathematik machen und dann bekommen wir solche Bilder der Hirnaktivität. Nun, jetzt lade ich Sie mal ein zu spekulieren. Was, um Himmels Willen, hat die Person da wohl gerade gedacht? Was meinen Sie? Hat jemand, erst müssen Sie nicht die Hand heben, das können Sie einfach reinrufen. Wunderbar, aber leider falsch, aber eine schöne Antwort. Ja. Hat noch jemand eine Idee? An gar nichts. An gar nichts? Leider auch nicht, ja, aber auch eine schöne Überlegung. Die Person hat hier gerade an ein Gesicht gedacht. Nun, das Verrückte daran ist natürlich, woher hätten Sie das wissen sollen? Und das ist ja gerade der Punkt, den ich machen möchte. Wenn man sich diese Bilder anguckt, dann sieht man nicht da drin, was diese Aufnahmen bedeuten. Es sind sowieso nur statistisch erzeugte Bilder. Das sind keine Fotos der Hirnaktivität, das sind statistisch erzeugte Bilder. Und die, den sieht man aber nicht an, was für ein Gedankeninhalt da jetzt drin gespeichert ist. Dann müssen wir ein Verfahren finden, wie wir das auslesen. Hier sehen Sie noch ein Beispiel für ein Hirnaktivitätsmuster, das wir vor ein paar Monaten erzeugt haben. Und solche Hirnaktivitätsmuster haben erstmal keine Struktur, die man erkennt. Und es scheinen aber trotzdem irgendwelche Muster zu sein. Also rot-gelbe Regionen, da ist die Hirnaktivität erhöht und die
kalten Regionen blau, hellblau, da ist die Aktivität vermindert im Vergleich zu anderen Gedanken. Nun, das ist erstmal eine ganz ähnliche Situation, die wir von woanders her kennen, nämlich zum Beispiel von der Dechiffrierung von anderen Mustern, zum Beispiel dieses Muster hier. Das sind Hieroglyphen. Und bei den Hieroglyphen hat man vielleicht vor 500 Jahren auch gedacht, was ist denn das? Ist das überhaupt, bedeutet das irgendwas? Oder hat da einfach nur irgendwie einer ein paar schöne Muster in den Tempel reingeritzt? Ja? Nein, diese Muster haben systematisch Bedeutung. Auch hier wiederum können Sie wahrscheinlich nicht unbedingt ablesen, was das hier bedeutet. Möchte jemand von Ihnen dieses Muster hier erraten? Es sei denn, wir haben einen Ägyptologen unter uns, der würde sich jetzt bitte zurückhalten. Was meinen Sie, was das bedeuten könnte in einem Vortrag über Hirnforschung? Das ist die hieroglyphische fürs Gehirn. Aber sehen natürlich, warum ist ein Adler, eine Feder, eine krumm gebogene Gabel und eine Computermaus, warum hat das irgendwas mit Gehirn zu tun? Ja. Es ist vollkommen unverständlich. Diese Übertragungsleistung ist erstmal unklar. Und die Übertragung dieser Information bekamen wir, indem jemand den Rosettenstein gefunden hat, der eine Übersetzung ermöglichte zwischen drei Sprachen, nämlich Hieroglyphen, Altgriechisch und Demotisch. Und damit konnten wir die entschlüsseln. Wir hatten quasi eine Übersetzung an der Hand. Aber das haben wir für das Gehirn nicht. Wir haben keinen Rosettenstein für das Gehirn. Wir haben keine Möglichkeit, die Aktivitätsmuster im Gehirn direkt zu übertragen in deren Bedeutung. Stattdessen machen wir was anderes. Und zwar machen wir etwas, was die Briten im Zweiten Weltkrieg mit den verschlüsselten Nachrichten der Deutschen gemacht haben. Wir nehmen statistische Verfahren, um diese scheinbaren Zufallsmuster zu dekodieren und die Bedeutung, die da drin kodiert ist, zu entschlüsseln. Und das funktioniert folgendermaßen. Sie messen die Aktivitätsmuster im Gehirn, während jemand im Scanner liegt und an bestimmte Dinge denkt, wie zum Beispiel das Brandenburger Tor, Rosen oder einen deutschen Schäferhund. Da bekommen Sie jeweils ein relativ robustes Aktivitätsmuster im Gehirn und das zeigen Sie jetzt einem Computer. Im nächsten Schritt zeigen Sie dem Computer diese Aktivitätsmuster und der Computer lernt jetzt, diese Aktivitätsmuster wiederzuerkennen. Auch das kennen Sie von woanders. Das ist nämlich ganz ähnlich wie beim Erkennen von Fingerabdrücken. Wenn Sie schon mal Tatort geschaut haben oder CSI, da haben die Leute diese Rillenmuster, die Fingerabdrücke, die gibt man in eine Computerdatei ein. Der Computer erkennt das, da sitzt nicht etwa einer und guckt sich eine Million verschiedene Fingerabdrücke an, bis er zufällig mal eins hat, was passt, sondern das macht ein Computer. Und genau diese Software kann man benutzen, diese maschinelle Lernsoftware kann man benutzen, um Aktivitätsmuster im Gehirn wiederzuerkennen. Und jetzt wollen wir wissen, ob der Computer das kann. Jetzt zeigen wir ihm ein neues Aktivitätsmuster, wo wir jetzt nicht wissen, was die Person denkt. Wir füttern sie da rein und haben Sie eine Idee, was es sein könnte? Das Brandenburger Tor, ganz genau, weil das hier so ähnlich ist wie das. Und so macht der Computer das im Grunde genommen auch. Und er kann erkennen, dass das Brandenburger Tor, der kann das nur machen mit viel weniger eindeutigen Fällen. Der kann dann mehrere tausend bis hunderttausend Optionen gleichzeitig durchforsten. Und mit diesem Grundprinzip kann man heute bereits relativ gut Gedankeninhalte aus der Hirnaktivität entschlüsseln. Wobei das bei gesehenen Bildern ganz besonders gut funktioniert und bei Filmsequenzen besonders gut funktioniert. Das werde ich Ihnen im nächsten Film kurz zeigen. Das sind Daten von einem Kollegen von mir aus Berkeley, Jack Gallant und seinem Mitarbeiter Mishimoto. Und da sehen Sie auf der linken Seite einen Film, den die Probanden im Scanner geguckt haben und auf der rechten Seite die Rekonstruktion, was der Computer glaubte, in den Hirnbildern erkannt zu haben. Diesmal ohne Ton, weil kein Ton dabei ist. Es ist schon relativ beeindruckend. Also man kann jetzt sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Es ist nicht genau identisch, aber es ist doch beeindruckend, denke ich, wie ähnlich diese Filmsequenzen hier, die rekonstruiert sind, dem sind, was tatsächlich die Probanden gerade gesehen haben. Sie sehen hier zum Beispiel Gesichter, wenn hier Gesichter auftauchen und alle möglichen, also die Ähnlichkeit ist da. Und man sieht da nicht unbedingt ein Flugzeug, wenn ein Flugzeug da ist, aber man sieht zumindest das grobe Linienmuster. Das ist das Beste, was man heutzutage kann. Also besser geht's nicht mit der aktuellen Auflösung von Hirnscannern. Und das ist nur
jetzt erstmal bei visuellen Sequenzen, also wenn man sich Videos anguckt oder sowas, das ist jetzt nicht in der gleichen Qualität zu leisten, wenn es um andere Dinge geht. Aber in etwas niedrigerer Auflösung kann man auch Dinge dekodieren, wie zum Beispiel Trauminhalte. Das ist eine Kollege von mir, Kamitani und Honkawa in Japan, die haben Leute untersucht im Scanner, immer wenn sie kurz weggenickt sind, das nennt man Sleep Stage One, also die erste Schlafphase, und die sollten dann hinterher sagen, woran sie gerade gedacht haben, und dann konnten sie tatsächlich zu einem gewissen Grad vorhersagen aus der Hirnaktivität, woran die Person gerade während des Traums gedacht hatte. Also auch Träume scheinen eine Möglichkeit zu sein. Heißt das dann, dass wir eine Maschine bauen können, wie die in dem Science-Fiction-Film gezeigt? Wir können alles Mögliche dekodieren. In meiner Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns viel mit Absichten. Da können wir feststellen, welche Entscheidung jemand getroffen hat. Wir können feststellen, welche Entscheidung jemand gleich noch treffen wird, noch ein paar Sekunden, bevor die Person selber glaubt, sich entschieden zu haben. Allerlei verrückte Dinge. Wir können Gefühle auslesen aus der Hirnaktivität, Erinnerungen. Funktioniert das so wie in dem Science-Fiction-Film? Die Antwort ist nein. Was ist die Schwierigkeit dabei, diese Hirnaktivitätsmuster in die Bewusstseinsinhalte zu übertragen? Da gibt es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Das eine ist die Auflösung. Unsere Hirnscanner, habe ich ja vorhin schon gesagt, haben eine Auflösung von wenigen Millimetern. Und das heißt, in einem Messvolumen sind bis zu 1 Million Nervenzellen drin. Das heißt, die Genauigkeit, mit der wir die Hirnaktivität messen können, ist noch sehr begrenzt. Aber auch die Mobilität zum Beispiel. Sie wollen jetzt nicht in Ihrem Alltag, wenn Sie durch die Gegend laufen, sich so einen Hirnscanner umschnallen. Der wiegt 15 Tonnen und ist auch ansonsten sehr unhandlich. Das ist also nicht etwas, was Sie mit sich rumschleppen wollen. Aber es gibt auch bereits Geräte, mit denen man umherlaufen kann. Zum Beispiel solche EEG-Kappen, die Hirnspannungsveränderungen messen, oder sogenannte nahe Infrarotspektroskopie, wo man ein Licht durch die Schädeldecke hindurch scheint und dann die Reflexion an der Cortex-Oberfläche, also am Gehirn, misst. Und das sind schon mal Schwierigkeiten, die wir haben, aber es gibt auch ein paar ganz fundamentale Schwierigkeiten beim Auslesen von Bewusstseinsinhalten. Und eine dieser Schwierigkeiten ist, dass wir so flexibel sind und so kreativ. Wir ändern uns ständig, wir ändern unsere Geschmäcker ständig. Schauen Sie sich einfach nur die verschiedenen Malphasen an von Künstlern. Ja, dann jedes Jahr hat man vielleicht eine neue Phase und dem entspricht ja auch eine andere Art und Weise, die Welt zu sehen. Und das gibt es sicherlich auch. Stellen Sie sich einfach mal vor, mal ein einfaches Beispiel. Mein Lieblingsfilm als Kind, mein Lieblingsessen als Kind und meine Lieblingsmusik als Kind. Und jetzt bin ich natürlich schon gereift. Hat sich mein Geschmack wesentlich verbessert. Und jetzt ist das mein Lieblingsfilm, mein Lieblingsessen und meine Lieblingsmusik. Sie sehen schon, das kann sich durchaus ändern. Und wenn ich jetzt an meinen Lieblingsfilm denke, dann ist es heutzutage was ganz anderes, als es war, als ich ein Kind war. Aber es gibt noch mehr Schwierigkeiten. Nicht nur, dass wir uns ständig verändern und man gar nicht genau weiß, wie die Bewusstseinsinhalte diesen Veränderungen ausgesetzt sind. Es ist auch noch so, dass jeder von Ihnen sich von seinem Nachbarn unterscheidet. Wenn Sie einfach mal einmal kurz Ihren Nachbarn anschauen, dann kann ich Ihnen sagen, dass Ihre beiden Hirnaktivitäten, die die Bewusstseinsinhalte kodieren, dies in sehr unterschiedlicher Art und Weise tun. Sie sehen das hier unten. Hier sind zwei Aktivitätsmuster, die verschiedene Orientierungen, also Bildelemente, kodieren, für zwei Personen dargestellt. Und die sind doch sehr unterschiedlich. Und das erklärt möglicherweise auch, warum wir uns alle so schlecht verstehen. Nicht nur, dass wir unterschiedliche und schlechte Motive haben, sondern schlicht und ergreifend verstehen uns auch deswegen nicht, weil unser Gehirn schon die Informationen unterschiedlich kodiert. Wir wissen darüber hinaus auch nicht, was passiert, wenn wir verschiedene Dinge gleichzeitig denken. Das kennen Sie ja auch. Manchmal denkt man 100 Dinge gleichzeitig, wie so ein, in einer lauten Einkaufshalle oder sowas, und viele Leute durcheinander rufen oder in einem Bahnhof. Da hat man so ganz viele Fetzen, Gedankenfetzen, die einem im Kopf herumgehen. Das wissen wir so auch nicht, wie diese Überlagerung von Gedankeninhalten richtig funktioniert. Aber das allergrößte Problem ist, dass wir Menschen so schrecklich, für uns Forscher, unerträglich kreativ sind. Dass wir nicht vorhersagbar sind, sondern dass wir immer so verrückte Dinge denken können.
Und Künstler sind dafür sicherlich ein besonders gutes Beispiel. Ich nehme immer den Satz als Beispiel, mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Das ist ein Satz von Monty Python. Der ist einfach absurd. Niemand hätte heute Morgen beim Aufstehen gedacht, beim Zähneputzen vielleicht, dass er heute noch diesen Satz denken würde. Ja? Es ist sehr, sehr unerwartet, dass man dem heute begegnet. Und so muss natürlich auch ein Computer dazu in der Lage sein, diese ganzen verrückten Gedanken zu antizipieren. Und da sollte man an dieser Stelle auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft loswerden. Und diese Botschaft ist, dass man immer meint, wenn Hirnforscher den Raum betreten, dann wollen sie alle komplexe Gedankenvielfalt vereinfachen und auf einfache Hirnprozesse reduzieren. Das gibt vielleicht solche Leute, aber die meisten wollen das nicht. Die sehen die Komplexität des menschlichen Denkens und Fühlens und Erlebens als die Herausforderung an, die es zu erklären gilt. Das ist unsere Aufgabe, diese ganze Vielfalt zu erklären. Und wenn wir noch kein Modell haben, mit dem wir selbst kleinste Assoziationen, das Sublime und so weiter erklären können, dann haben wir unsere Aufgabe einfach noch nicht richtig erledigt. Es geht also nicht darum, Dinge zu vereinfachen, sondern sich der ganzen Komplexität des menschlichen Erlebens zu stellen. Man könnte es vereinfacht gesagt ausdrücken, wir können ein ganzes Lexikon voller Gedanken haben, aber noch viel, viel mehr. Wie können wir denn jemals wissen, wie die Hirnaktivitätsmuster für diese vielen verschiedenen Gedanken aussehen? Es scheint ja erstmal hoffnungslos. Wir können ja jetzt nicht jemanden in den Scanner legen und den jahrelang messen, bis wir wissen, wie die Hirnaktivitätsmuster für jeden einzelnen Gedanken ausschauen. Nun, das Gehirn hat es uns ein bisschen leichter gemacht. Und zwar kodiert es die Informationen in systematischer Weise. Und das möchte ich Ihnen anhand eines Beispiels, das ist jetzt zur Illustration, das sind jetzt keine echten Daten, zeigen. Wir haben hier ein Aktivitätsmuster für ein Auto. Das ist also passiert im Gehirn, wenn Sie an ein Auto denken. Und das passiert hypothetisch im Gehirn, wenn Sie an ein Fahrrad denken. Jetzt messen Sie aber was, das Sie noch nie gesehen haben. Das sieht aber so aus wie eine Mischung aus dem Aktivitätsmuster für ein Auto und für ein Fahrrad. Was könnte das wohl sein? Hat jemand eine Idee? Ein Motorrad, wunderbar. Das ist die Antwort. Und jetzt haben wir das nicht messen müssen. Wir können aber trotzdem erraten, wie das Aktivitätsmuster aussieht. Und das macht man heutzutage. Man nutzt die Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Gedanken und den zugehörigen Aktivitätsmustern aus. Jetzt muss man nicht mehr alle vorher im Scanner gelernt haben und kann trotzdem mehr Gedanken auslesen, ganz vereinfacht gesagt. Nun, diese Vielfalt der Gedanken aus der Hirnaktivität auszulesen, ist gar nicht unbedingt immer nötig für Anwendungen. Für viele Anwendungen, die Leute im Auge haben, wie zum Beispiel festzustellen, ob ein Wachkoma-Patient etwas von der Außenwelt mitbekommt, Computerspiele zu bauen, festzustellen, ob jemand an einem Tatort gewesen ist oder ob jemand ein Auto kaufen möchte. Viele dieser Fragen, das sind binäre Fragen, Ja- oder Nein-Fragen. Wir wollen einfach nur wissen, Ja- oder Nein-Antworten. Das kann man tatsächlich wesentlich leichter lösen, als dieses Problem, universell Gedanken auslesen zu können. Allerdings sind viele von diesen Dingen im Labor gezeigt worden. Aber es gibt, wie in der Medizin, eine translationale Lücke, nennt man das Ganze. Das heißt, wenn Sie einmal in der Medizin gezeigt haben, dass ein Wirkstoff bei einer Ratte funktioniert, dann nehmen Sie den nicht und geben ihn am nächsten Tag gleich einem Patienten am Patientenbett. Ja? Da ist ein riesiger Forschungsprozess der Übertragung, der Translation zwischen dem Labor und der Anwendung nötig. Und so steht es auch bei diesen ganzen Dingen. Das heißt, obwohl es sogar Firmen gibt, die solche Techniken anbieten, halte ich das im Moment noch für etwas voreilig, weil das noch nicht bewiesen ist, dass diese Verfahren tatsächlich in realen Anwendungssituationen richtig funktionieren. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man in diesem Feld arbeitet und den Leuten ein bisschen auf die Finger hauen, die vielleicht ein bisschen zu voreilig sind und große Behauptungen aufstellen. Wie sieht es denn aus mit möglichen Anwendungen? Sollen wir denen ethisch prinzipiell erlauben? Nun, eine Frage ist natürlich, was wäre denn, wenn wir Verbrechen vorhersagen könnten? Wenn wir wüssten, wie in dem Film Minority Report mit etwas anderen Mitteln erreicht, wenn wir vorhersagen könnten, Sie werden jetzt gleich ein Verbrechen begehen und deswegen sperren wir Sie ein. Wenn wir das feststellen könnten, wollen wir das? Wollen wir so eine Technik haben oder nicht? Jetzt können Sie natürlich sagen, nein, um Himmels Willen, die Gedanken sind frei, das ist richtig. Aber wenn jetzt jemand auf Sie zukommt
und sie totprügelt, dann überlegen sie sich vielleicht ein bisschen anders. Also das ist, hat Vor- und Nachteile. Da müssen wir uns nicht genau wie bei der Frage, ob es erlaubt sein sollte, ist ich nur jetzt ein vergleichbares Beispiel, ist dieses Nicht-Folter-Gebot, was dann vor ein paar Jahren auch diskutiert wurde. Wir müssen manchmal natürlich auch Techniken, die uns helfen können, ablehnen, wenn sie fundamentale Grundprinzipien unserer Ethik in Frage stellen. Nun, jetzt komme ich nochmal zu der Frage nach der Simulation. Die Frage ist ja nicht nur, was wir aus der Hirnaktivität auslesen können, sondern ob wir möglicherweise ein Gehirn programmieren können, manipulieren können von außen und damit Gedanken in eine Person einpflanzen können. Nun, ich stelle diese Frage jetzt nicht, weil ich das für ein sonderlich wünschenswerte Methode halte, sondern jetzt stellen wir die Frage mal ganz prinzipiell, ist das denn möglich? Und da gibt es ein paar Beispiele im Science-Fiction-Bereich, die man sich anschauen kann, wo solche Stimulationstechniken immer eine Rolle spielen. Und zwar, also wenn Sie den Film Matrix nehmen, den Film Total Recall, Tron, Welt am Draht, um mal einen etwas anspruchsvolleren Film hier mal auch mal zu nennen, ganz oft geht es dabei darum, nicht nur Gedanken auszulesen, sondern einen Menschen mit einer virtuellen Realität zu koppeln. Und da müssen wir nicht nur runterladen, hier ist auch noch ein schöner Film, Strange Days, der so eine ähnliche Thematik aufwirft, da müssen wir nicht nur runterladen, also mit Hilfe einer Hirnkappe dann auf den Record-Knopf drücken und dann das aufnehmen, was wir gedacht haben, sondern wir brauchen auch einen Playback-Knopf. Wir müssen das also auch wieder in das Gehirn hineinspielen können, was wir erleben. Und das ist die ganz große Schwierigkeit, und zwar, weil unsere Denkaktivität in sehr feinteiligen Mustern im Gehirn kodiert ist. Man kann sich das vorstellen so ein bisschen wie so ein ganz feinteiliges Mosaik. Und jeder Stein hat eine andere Farbe. Und wenn wir das stimulieren wollen, dann müssten wir dazu in der Lage sein, so ein feinteiliges Mosaik der Aktivität im Gehirn herzustellen. Und die Techniken, die wir heute haben, die sind dafür bei weitem nicht zureichend. Es gibt zwar Verfahren, mit denen man das Gehirn stimulieren kann, die sogenannte transkranielle Magnetstimulation zum Beispiel, aber damit kann man keine detaillierten Aktivitätsmuster in das Gehirn reinschrauben. Das ist ungefähr so, als ob sie mit einem Bagger versuchen würden, ein Stück in eine Mosaik umzutauschen. Ja, also es ist fast unmöglich mit den Verfahren, die wir heute haben, das Gehirn so zu stimulieren, dass sie Gedankeninhalte in das Gehirn hineinschrauben können. Aber fragen wir uns doch mal, wie würde das denn prinzipiell aussehen? Zum Beispiel, können wir denn Erinnerungen, die eine Person hat, manipulieren? Das ist ja Gegenstand des Films Total Recall oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind, wo dann Erinnerungen manipuliert werden. Funktioniert das? Und jetzt möchte ich einfach mal wieder zurückkommen, wie am Anfang, zu den Science-Fiction-Vorstellungen, die man hat und auch wieder ein bisschen einen Reality-Check machen. Was können wir denn in diesem Stimulationsbereich wirklich erwarten? Also die Grundidee ist, warum wollen Sie Geld ausgeben, um zum Mars zu fliegen, wenn Sie stattdessen einfach sich eine Erinnerung ins Gehirn einpflanzen lassen können? Ja? Die Idee ist natürlich dadurch, dass das Gehirn der Träger all Ihrer Gedanken ist, wenn Sie im Gehirn etwas erzeugen, dann erkennt das Gehirn nicht den Unterschied zwischen echt und falsch. Man kennt das aus dem Bereich der Erinnerungen. Wenn Sie sich falsch erinnern, dann kann Ihr Gehirn den Unterschied nicht erkennen zwischen einer richtigen und einer falschen Erinnerung. Es ist für Sie das Gleiche. Ob Sie tatsächlich an einem Ort gewesen sind oder sich einfach nur einbilden, an einem Ort gewesen zu sein, für Ihr Gehirn ist es in beiden Fällen genau das Gleiche. Wenn Sie also so eine Simulation ins Gehirn reinschreiben könnten, dann würde man den Unterschied nicht kennen. Nun, wie geht die Geschichte weiter? Erstmal ist natürlich die Frage, wie wir Wirklichkeit erkennen, immer extrem konstruktiv. Sie kennen das hier, das ist ein Phänomen, das nennt sich Pareidolia, das heißt das Sehen von Bedeutung in allen möglichen Mustern. Sie sehen hier die Jesus Toast, die Virgin Mary, die hier in, glaube ich, Clearwater an Gebäude sich angeblich reflektiert, das ist einfach nur ein Sonnenmuster. Hier, das ist auf dem Mars, angeblich bedeutungshaltig, hier und da sind so technische Artefakte, die Menschen so sehen, als ob die Bedeutung hätten.
diese Simulation, diese gesehene Bedeutung, das ist also etwas, wo unser Gehirn gar nicht den Unterschied erkennen kann zwischen wahr und falsch. Nun, wie gehen wir denn damit um, wenn wir von Wirklichkeit sprechen? Haben wir denn doch vielleicht irgendwelche Kriterien dafür, dass Dinge echt oder falsch sind? Nun, in diesem Film geht es so weiter, dass in einer Maschine diese Erinnerungsinhalte eingespeichert bekommt. Und zwar würde man das machen in einem Teil des Gehirns, der für Erinnerungen zuständig ist. Das ist quasi die Schnittstelle aller Erinnerungen bei uns im Gehirn, ist der sogenannte Hippocampus. Das heißt so, weil es aussieht wie ein Seepferdchen. Aber die Denkinhalte, die Erinnerungsinhalte, die sind über das ganze Gehirn verteilt gespeichert. Ja, können das nicht nur hier gucken, sondern es ist immer das gesamte Gehirn, das bei einer Erinnerung wieder aktiviert wird. Wenn Sie etwas erinnern, was Sie mal gesehen haben, dann wird der Bereich Ihres Gehirns aktiv, der das Sehen zuständig ist. Wenn Sie etwas riechen, dann ist der Bereich fürs Faktorische, fürs Riechen zuständig, wird wieder reaktiviert. Das heißt, an solchen Erinnerungen ist das gesamte Gehirn beteiligt. Und die Frage stellt sich, ist das jetzt tatsächlich real oder ist das Fiktion? Und es kommt jemand zu ihm und sagt, ich bin gesendet von deinem Unterbewusstsein und du musst jetzt diese Pille nehmen und die schlucken und dann kommst du wieder in die wirkliche Welt zurück. Wie würde man den Unterschied erkennen? Nun, den Unterschied zu erkennen, das ist gar nicht so einfach. Wir brauchen dafür sogenannte Wirklichkeitskriterien. Und diese Wirklichkeitskriterien, die kennen wir zum Beispiel im Bereich der virtuellen Realität. Das nennt man The Uncanny Valley. Es gibt also, wenn wir eine Zeichentrickfigur sehen, haben wir kein Problem damit, dass die ganz falsch aussieht. Wenn wir aber etwas sehen, was fast echt aussieht, dann wirkt das unheimlich, uncanny auf uns. Ja, also es gibt so den Film Polar Express zum Beispiel, lief gestern Abend gerade wieder im Fernsehen. Die Computersimulation ist da so, dass sie so ein bisschen so aussieht wie, also sie sind schon fast dran, aber es ist immer noch nicht ganz da. Und dadurch wirkt das nochmal ganz besonders unheimlich auf uns. Viel unheimlicher, als wenn es ein Zeichentrickfilm wäre. Und auch da, das ist etwas, unser Gehirn kennt den Unterschied. Und wir sehen hier die Beurteilung davon, wie sehr einem etwas gefällt. Und dann gibt es quasi, je ähnlicher das Ganze wird, wird's besser. Und dann gibt es quasi diesen Dip, weil dann etwas uns auf einmal extrem unheimlich vorkommt. Und so ist es eine Frage der Passung zwischen diesen Wirklichkeitsmodellen, ob die zu dem passen, was für ein Modell wir von Wirklichkeit haben. Und die Frage der Passung ist eine, die wir an allen möglichen Stellen immer wieder im Bereich von Simulationen sehen können. Eine Frage der Passung, dass die Kriterien, die wir herantragen, ob wir was glauben wollen oder nicht, wir immer wieder in Frage stellen sollten und auch kritisch damit umgehen sollten, um in Frage zu stellen, nicht nur wissenschaftliche Theorien oder ökonomische Theorien, was ist jetzt besser für uns, Sozialismus, Kapitalismus und so weiter und so fort. Das basiert alles auf Theorien, warum wir glauben, dass das eine oder das andere richtig ist. Und oftmals haben wir dafür gar nicht so wahnsinnig viele Belege, sondern unser Gehirn lebt im Raum einer Konstruktion, einer sozialen Konstruktion, weil wir diese Konstruktion zum Teil mit anderen Menschen teilen und dadurch gar nicht merken, dass Dinge, die wir denken, vollkommen falsch sind. Unsere Simulationen, die in unseren Gehirnen laufen, sind sozusagen gekoppelt, aber falsch gekoppelt. Und ganz zum Schluss noch die Frage, können wir denn das Ganze simulieren? Wenn wir es runtergeladen haben aus der Hirnaktivität, können wir dann die Gedankeninhalte auf einem Computer simulieren? Das ist der leistungsstärkste Computer der Welt, der zurzeit in China steht. Können wir das Ganze simulieren? Und da haben Sie ja vielleicht vom Human Brain Project gehört, also dass die EU mit 1 Milliarde Euro so eine Simulation fördert. Die Amerikaner sind dann nachgezogen mit einem etwas weniger ambitionierten, aber möglicherweise realistischeren Projekt. Und da sehen Sie schon, da streiten sich die Geister. Es gibt Leute, die meinen, dass das eine sinnvolle Idee ist, heutzutage schon zu versuchen, den Geist auf einem Computer zu simulieren. Es gibt dann doch eine überwältigende Mehrheit der Forscher, die zufällig sich mit denen decken, die daraus kein Geld bekommen, aus so dieser Milliarde,
die meinen, dass es vielleicht etwas übertrieben ist. Trotzdem stellt sich die Frage prinzipiell, können wir den menschlichen Geist dann in einem Computer simulieren? Diese Frage, die wird wohl noch auf eine ganze Weile offen bleiben. Aber wir könnten möglicherweise dann irgendwann in die Situation kommen, wenn wir den menschlichen Geist runtergeladen haben und wir nicht nur die Gedanken, sondern die Gefühle und die gesamte Persönlichkeit simulieren können, dass wir dann vielleicht gar nicht den Stecker ziehen dürfen bei diesem Computer, weil wir da eine lebende, denkende Computerperson erzeugt haben. Vielen Dank. Ja, wir können vielleicht auch einen Computerhund erzeugen. Also wir haben jetzt sehr viel gehört, was aus technischen Gründen noch nicht geht und was aus ethischen Gründen möglicherweise gar nicht gehen sollte. Aber ich würde gerne mal so medias in res springen und sagen, wenn wir uns oder wenn Sie sich eine Technik vorstellen, die alles das, was Sie in Ihrer Forschung gerne machen würden, tatsächlich ermöglichen würde, würden Sie es dann machen? Also Sie stellen natürlich eine ganz wichtige Frage und Sie können mir glauben, dass ich mir diese Frage auch oft stelle, um dass Leute, die in dem Forschungsgebiet arbeiten, sich diese Frage auch sehr viel stellen und auch den Kontakt zur Öffentlichkeit zu diesem Thema suchen. Weil in der Forschung man natürlich erstmal auf das Mögliche schaut, was ist denn theoretisch, technisch möglich, und es ist dann ein, wie soll man sagen, eine spielerische Herausforderung, der man sich versucht zu stellen. Die andere Seite ist die ethische Beurteilung und da habe ich als Forscher natürlich erstmal meine eigene Meinung dazu und meine, dass zum Beispiel kommerzielle Anwendungen von Hirnscannern zur Optimierung von Kaufabsichten oder von Produkten, dass ich das für problematisch halte, wenn man die Privatsphäre des Gehirns zu kommerziellen Zwecken eindringt. Beim Lügendetektor bin ich allerdings einer anderen Meinung. Und bin der Meinung, ein Lügendetektor ist sehr sinnvoll, weil wenn Sie sich mal anschauen, wenn Sie sich die Psychologie von Gerichtsverfahren mal anschauen, dann sehen Sie, dass Richter meinen, dass sie feststellen können, ob jemand gelogen hat, und das können sie aber nicht. Und Zeugen meinen immer, sie hätten den Täter wiedererkannt, aber das können sie auch nicht. Das ist also eine vollkommene Farce, was da passiert bei der Wahrheitsfindung, dass das angeblich auf bessere Methoden beruht. Und das ist so meine ethische Beurteilung. Und ich denke, dass ich aber nicht einfach nur als Forscher meine ethische Beurteilung in den Vordergrund stellen sollte, sondern die Diskussion um die Möglichkeit dieser Techniken suche und dann mich dem stelle und auch gerne darüber diskutiere. Und gegebenenfalls, wenn jetzt man sagen würde, kommerzielle Zwecke, das wollen wir prinzipiell nicht machen, dann würde ich das auch so umsetzen, wenn man vom Gesetzgeber zum Beispiel das so beschließen würde. Um mal ein Beispiel zu nennen, in den 70er Jahren gab es in den USA eine große Euphorie für Polygraphietests, also für Lügendetektoren, damals noch mit sehr einfachen Mitteln. Und die Lügendetektoren damals, da wollten die Firmen die auch anwenden, also zum Beispiel feststellen, ob jemand was geklaut hatte in der Firma, was ich in einem Laden. Oder feststellen, ob bei einem Einstellungstest, ob jemand wirklich die gesunde Einstellung zur Firma hat oder ob er nur gelogen hat. Und das wurde in den USA verboten im Rahmen des Employee Polygraphy Protection Acts. Also es wurde gesetzlich verboten. Und wenn das so wäre, wenn man sich als Gesellschaft, als Gesetzgeber dazu entscheidet, dass man das nicht möchte, dann finde ich das auch sinnvoll. Man sollte sich nur auf der Basis der Fakten orientieren. Und dafür dienen natürlich auch solche Vorträge. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind wir aber von der Möglichkeit, eine Maschine zu haben, die feststellen könnte, ob jemand lügt oder nicht, doch noch meilenweit entfernt. Also das halte ich auch für sehr wichtig, weil man ja, wenn man nicht in dem Feld arbeitet, immer erstmal die Forschung über die Medien wahrnimmt. Und die Medien natürlich sehr viel Gutes tun im Bereich der Berichterstattung über Wissenschaft. Aber gerade bei Themen, die sehr viele Wünsche aber auch Fürchte und Befürchtungen auslösen und Ängste auslösen, da muss man schon zusehen, dass man nicht sensationalisiert. Und das sieht man also ganz oft, wenn Journalisten kommen
und man erzählt eine nuancierte Geschichte darüber, was funktioniert und was nicht funktioniert, wie ich es jetzt gerade versucht habe zu tun, dann sehen Sie ganz oft, dass am nächsten Tag eine Schwarz-Weiß-Geschichte in den Medien steht. Haynes kann Gedanken lesen. Im Berliner Fenster zum Beispiel hatte ich mal irgendwann so eine ähnliche Diskussion mit Journalisten. Da fährt ein Doktorand von mir nach Hause und schickt mir ein Foto vom Berliner Fenster. Berliner Hirnforscher kann Gedanken lesen. Und der Artikel war nicht etwa so, dass dann da drin stand, nein, nein, das stimmt ja gar nicht, das kann er ja gar nicht richtig und das sagt er ja auch gar nicht, sondern der Artikel war genauso. Und das prägt natürlich die Vorstellung, die man hat, wie solche Forschungs-, wie weit die Forschung da ist. Und das halte ich für sehr gefährlich. Deswegen muss man auch möglichst oft im Originalton, nämlich durch eigene Vorträge, auch aufklären darüber, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das können wir noch nicht. Es gibt aber Firmen, die das Ganze kommerziell schon anbieten. Und da sieht man schon den Bedarf, dass man irgendeine Form von Regulation hat, dass man Qualitätsstandards etabliert, wann denn jemand behaupten darf, dass er etwas im Hirnscanner oder mit einem Polygraphen gemessen hat und wann er es nicht behaupten darf. Was wir gesehen haben, sind Visualisierungen von bildlichen Vorstellungen. Ein Motorrad, ein Haus, ein Hund. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, es sind ja sehr einfache, eigentlich sind es einfache Begriffe. Es gibt keine Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen. Und was mir ganz besonders gefehlt hat, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, waren Worte. Wo sind die Worte bei der Hirnforschung? Ja, also Sie werden überrascht sein. Es ist sogar so, dass eine der ersten Studien in diesem Bereich eine Studie war, mit EEG zu zeigen, dass man Worte dekodieren kann. Und wir haben das auch schon gemacht. Die Liste ist lang von Dingen, die man dekodieren kann. Sie können Worte dekodieren, Sie können Erinnerungsinhalte dekodieren, Sie können Handlungspläne dekodieren, Sie können Handlungen vorhersagen, noch bevor die Person selber weiß, wie sie sich entscheiden wird. Diese ganzen Dinge, die funktionieren auch. Die sind aber, muss man ganz klar sagen, von den Trefferquoten nicht so gut wie bei den bildlichen Vorstellungen. Und es ist auch wesentlich unstrukturierter. Bei so einem Bild, da können Sie das quasi mathematisch wesentlich besser fassen. Sie können sagen, das ist jetzt die Verteilung von Helligkeit und Farbton und Sättigung, also um quasi die Farbe, einen Farbpunkt im Zweidimensionalen einfach mal zu beschreiben. Das können Sie mathematisch gut fassen und zu der Hirnaktivität in Bezug setzen. Aber jetzt der Raum, der Möglichkeitsraum der möglichen Handlungspläne, die jemand hat, der ist wesentlich schwerer zu charakterisieren. Deswegen ist es auch wesentlich schwerer, zur Hirnaktivität in Bezug zu setzen. Sie haben ja mal ein Experiment gemacht, in dem Sie gezeigt haben, dass Sie schon 7 oder 10 Sekunden, bevor der entsprechende Proband das weiß, vorhersagen konnten, welchen Knopf er oder sie drücken würde. Nun ist das ja eine sehr einfache, ist ja fast auch eine binäre Geschichte, entweder links oder rechts. Das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Ist Ihre Forschung noch auf diesem Stand oder sind Sie bei der Art von Vorhersage inzwischen weiter? Ja, also man muss ja schon unterscheiden zwischen der Online-Auslese und dem Auslesen online. Also sprich, kann ich jetzt aus der Hirnaktivität feststellen, was jemand jetzt gerade denkt? Und kann ich aus der Hirnaktivität erst feststellen, was jemand gleich denken wird? Dieses mit dem Handheben, das ist eine Vorhersage, also wie sich jemand gleich entscheiden wird. Das haben wir schon verbessert, also wir können jetzt vorhersagen, zum Beispiel welche Produkte jemand mag, Autos in dem Fall, und wir können feststellen, welche kognitiven Intentionen jemand hat, also welche Pläne jemand hat für abstraktere Handlungspläne. Das können wir schon aus der Hirnaktivität vorhersagen. Man muss jetzt nicht irgendwie sich an die 7 Sekunden knabbern. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das irgendwie eine Latenz ist, die fest in die Biologie einprogrammiert ist. Es ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es geht einfach nur darum, dass das Gehirn anscheinend schon anfängt, Dinge vorzubereiten, Entscheidungen vorzubereiten, noch bevor wir selber wissen, wie wir uns entscheiden werden. Aber diese Möglichkeit ist eine, ich sag's mal so, wir können einen Existenzbeweis antreten.
Wir können aber jetzt nicht daraus eine Maschine bauen, die bei jedem Einzelnen in jeder Situation mit 100% Trefferquote sowas ausliest. Davon ist die Forschung sehr weit entfernt. Und das ist auch eine spannende Frage, warum denn das noch nicht perfekt funktioniert. Weil es sein könnte, dass das Gehirn vorher eine Entscheidung einfach nur in eine Richtung sanft schiebt, also quasi beeinflusst, aber nicht genau vorprogrammiert. Oder andererseits, dass wir einfach mit unseren Verfahren einfach die Hirnaktivität noch nicht perfekt messen können. Gibt so verschiedene Möglichkeiten, warum wir das noch nicht perfekt auslesen und vorhersagen können. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht das auch immer nur bei einem Individuum, dessen Muster für Hirnaktivitäten Sie schon über längere Zeit erkannt haben. Ja, also in den meisten Fällen ist es richtig. Für die ganzen nuancierten Details, für die wir uns interessieren, da ist die Hirnaktivität von Person zu Person, die bestimmte Inhalte kodiert, zu unterschiedlich. Aber für bestimmte Dinge ist sie sehr ähnlich. Also wenn Sie zum Beispiel feststellen wollen, ob jemand gelogen hat oder nicht, dann ist die Hirnaktivität, die für das Lügen charakteristisch ist, ist von Person zu Person wiederum relativ ähnlich. Das heißt, Sie können da an 100 Personen lernen, wie das Muster aussieht und können es bei der 101. Person verwenden. Aber wenn ich bei 100 Personen gelernt habe, wie sie, was weiß ich was, die Akademie der Künste repräsentieren, dann kann ich das nicht unbedingt auf die 101. Anwenden, weil das viel mehr von Subtilitäten geprägt ist. Also wäre das doch in gewissem Sinne wie eine Weiterentwicklung dieses Lügendetektors von vor 40, 50 Jahren, wo man ja im Prinzip bei bestimmten Fragen den Handschweiß gemessen hat und daraus Rückschlüsse gezogen hat, da ist jemand aufgeregt, weil er oder sie im Moment gelogen hat, ne? Ja, das ist so, wobei ich kann auch immer wieder nur davor warnen, diese quasi zu sagen, weil das im Labor funktioniert, und das weiß man seit 10 Jahren, dass man deswegen morgen einen Kernspinnen- oder Hirnscanner als Lügendetektor einsetzen kann. Das ist ein ganz, ganz weiter Weg, und das ist ein steiniger Weg, weil man, um da überzeugend zu demonstrieren, dass der funktioniert, da muss man noch viel mehr machen, als einfach nur zeigen, dass man bei ein paar Studenten feststellen kann, ob sie gelogen haben, wenn sie gesagt haben, dass sie eine Spielkarte vorher schon gesehen haben oder nicht. Und diese Übertragungsleistung, die ist eigentlich bisher noch niemand so richtig ernsthaft angegangen. Also ist auch wieder sowas, man steht da ganz am Anfang und man sollte nicht meinen, wenn jetzt wieder ein Journalist kommt, der guckt sich das an, was im Labor läuft, der sagt, morgen haben wir den Lügendetektor. Davon sind wir weit entfernt. Sie haben ja einen sehr interessanten Weg hinter sich. Sie haben als Psychologe angefangen. Ich bin auch immer noch Psychologe. Und es gibt ja viele Psychologen. Ich bin ein Psychologe, der das Gehirn untersucht, weil das Gehirn die Grundlage des menschlichen Geistes ist. Und das ist kein Widerspruch zur Psychologie, das ist auch gar nicht was anderes als die Psychologie, sondern das ist einfach eine der verschiedenen Methoden, die es in der Psychologie gibt. Dann würde ich jetzt aber doch ganz gerne wissen, wie stehen Sie zu der letzten, sagen wir mal wirklich wichtigen Definition des Menschen, die von Freud gegeben worden ist, des menschlichen Geistes, die von Freud gegeben worden ist, wenn man das in diesen drei Schichten sieht, also Bewusstsein, Unbewusstes und lassen wir das über S. Das S jetzt mal weg. Wie stehen Sie dazu? Ja, also man muss erstmal, also Freud ist wie so ein bisschen so ein Meme, das sich verselbstständigt hat, sich vor allen Dingen außerhalb der akademischen Psychologie verselbstständigt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube nicht, dass Freud viele Aspekte seiner Theorien würde er heutzutage nicht mehr so formulieren. Es gäbe keinen Ödipus-Komplex zum Beispiel und kein Elektra-Komplex und es gäbe sicherlich keine frühkindlich-autistische Phase und sowas alles, das gäbe es alles nicht. Aber es gibt natürlich bestimmte Dinge, die da drin sind in seinen Theorien, die sinnvoll sind, auch heutzutage noch. Man muss allerdings auch sagen, Freud war ja nicht der Erste, der von bewusst und unbewusst gesprochen hat und so weiter. Wenn Sie mal vor 120 Jahren hier in Berlin die intellektuellen Biologen und Hirnforscher sich angeguckt hätten, wie zum Beispiel Helmholtz, das sind Leute gewesen, die haben den ganzen Tag über nichts anderes geredet, und zwar vor Freud. Das war wirklich, im 19. Jahrhundert hat man sich dafür massivst interessiert, für diese Frage, bewusst und unbewusst. Und was natürlich an dem Freudschen Konzept interessant ist, ist die
erstmal die starke Unterscheidung, aus, vor allen Dingen aus einer subjektiven Perspektive, was bedeutet das denn eigentlich für mein Leben? Also ganz konkret, wenn ich bestimmter Prozesse nicht bewusst bin, aber möglicherweise deren Wirkung mir nur sehr indirekt entschlüsseln kann. Ich denke, das ist etwas, was man heutzutage auch als Forschungsthema sieht, mit anderen Methoden, als die Freud gehabt hat. Und also nicht, indem ich Leute befrage, sondern indem ich Experimente mache. Und die Dynamik ist natürlich auch sehr spannend bei Freud. Also, dass einfach man zerrissen sein kann von verschiedenen Strebungen. Das ist natürlich auch etwas, was extrem spannend ist. Und ich denke, dass es ja auch viele Leute gibt, die heutzutage versuchen, diese Grundideen auch in moderne Psychologie und in moderne Hirnforschung zu übertragen. Nun gibt es ja auch, wenn ich da richtig informiert bin, ganz eindeutige Beweise im Hirnscanner ausgelesen, dass sich zum Beispiel ein Hirn im Laufe einer Psychotherapie verändert. Ja, ja. Also sagen wir mal so, es gibt fast nichts, für das es keinen Beweis gibt, dass im Gehirn irgendwas sich tut. Die Frage ist, was bedeutet das? Und sagen wir es mal so, man streitet sich vorzüglich in der Psychologie darüber, wie wirksam eine psychoanalytische Psychotherapie ist, aber es ist ja einer derjenigen, die von der Kasse bezahlt werden. Und ich glaube, dass die Wirksamkeit einer Psychotherapie nicht besser oder schlechter zu beurteilen ist dadurch, dass man gezeigt hat, dass irgendwelche Hirnkorrelate dazu existieren. Dass sich etwas verändert, wenn der Mensch sich verändert, dann hat sich auch im Gehirn etwas verändert, weil die menschliche Persönlichkeit im Gehirn realisiert ist. Die findet nicht unabhängig vom Gehirn statt. Das Gehirn ist das Medium, der Träger aller unserer Gedanken, unserer Persönlichkeit und so weiter und so fort. So ähnlich wie die CD der Träger der Musik ist. Und man kann das eine von dem anderen nicht trennen. Die Frage ist, was für ein Erkenntniszugewinn Sie davon haben, wenn Sie zeigen können, dass eine Psychotherapie irgendwelche Aktivitätsmuster im Gehirn verändert hat. Ich glaube, Sie haben da erstmal nicht unbedingt einen stärkeren Beleg dafür, dass die Therapie wirksam ist. Es sei denn, Sie können es zu einem Modell oder zu einer Theorie über Hirnfunktionen in Bezug setzen. Das weiß ich aber nicht, ob da die Evidenzlage so stark ist. Letzten Endes basiert aber doch die, sagen wir mal, die Trennung vom Hirn, das unser Leben ausmacht, und dem Rest noch auf der alten Descartes'schen Trennung von res cogitans und res extensa. Genau, und das ist die dualistische Idee. Und die dualistische Idee, daran glaubt in modernen Naturwissenschaften niemand mehr. Also wenn Sie heutzutage Dualist sind, dann sagt man, Sie sollten in die Psychiatrie gehen, aber nicht um da zu forschen, sondern vielleicht eher als Patient. Also sagen wir ganz extrem, ja, um es überspitzt zu formulieren. Es gibt eine überwältigende Demonstration davon, dass unsere Gedanken durch Hirnaktivität realisiert sind und dass unsere Gedanken nicht unabhängig von Hirnprozessen sich verändern können. Also man kann das eigentlich nicht sinnvoll anzweifeln. Sie haben ja gesehen, wie gut man das mit den Verfahren, die wir heute haben, bereits dekodieren kann. Die Schwierigkeiten, das aus der Hirnaktivität zu dekodieren, also die Gedanken aus der Hirnaktivität zu dekodieren, ich bin da nicht so im Detail drauf eingegangen, sind nicht so sehr nur, dass wir die Hirnaktivität nicht gut genug messen können, sondern dass wir müssen ja, wenn wir die Hirnaktivität gemessen haben, auch wissen, was hat denn die Person da gerade gedacht. Und damit sind wir bei dem Problem der Phänomenologie, nämlich zu wissen, was denken Sie jetzt gerade? Und das ist ein Grundproblem der Psychologie seit den frühesten Tagen. Woher wissen wir, was eine Person gerade denkt? Erstens. Und zweitens, woher wissen wir, was sie gerade denkt, ohne ihre Gedanken zu verändern? Das ist diese Introspektion. Beobachte dich mal, wie du dich dabei fühlst, während du irgendwas, was weiß ich, was erlebst. Das verändert ja schon alles. Und wir wissen es auch, wenn wir ein komplexes Erlebnis haben im Konzerthaus oder sowas, und dann sollen wir das beschreiben mit Worten, ist kaum zu beschreiben. Oder was wir erleben, wenn wir vor einem Kunstwerk stehen, ist auch kaum in Worten zu beschreiben. Und deswegen können wir die Hirnaktivität extrem gut und systematisch messen. Aber um es zum menschlichen Geist in Bezug zu setzen, müssten wir auch die Psychologie gut genug sein. Das ist das eigentliche Problem im Moment. Ja, und die Psychologie
beruht natürlich auf der Herstellung von Zusammenhängen. Ich denke ja nicht Hund oder Haus oder Schlüssel oder so etwas, sondern diese Dinge, die da als visuelle Symbole auftauchen, denke ich ja in Zusammenhängen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist etwas, was man heutzutage nur auf ganz elementarer Weise im Gehirn verstanden hat. Und einer der Hauptgründe, die da quasi die Forschung lähmen, ist, dass wir die Hirnaktivität nur sehr langsam messen können. Wir können also eigentlich nur langsame Prozesse messen. Wir wissen aber alle, dass die Assoziationskaskaden, die wir haben, also wenn ich, Hund, Katze, Maus und so weiter denke, dann diese Assoziationskaskaden sind viel zu schnell, als dass wir sie mit modernen Hirnforschungstechniken gut abbilden könnten. Und diese Relationalität, die Zusammenhänge und so weiter, das ist also tatsächlich schwierig. Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Also, aber man muss auch ganz klar sagen, die Liste, weshalb wir keine perfekte Gedankenlesemaschine bauen können. Ich habe Ihnen ja ein paar Beispiele dafür gegeben. Diese Liste ist natürlich noch viel, viel länger. Und das, was Sie gerade benennen, ist ein ganz wichtiger Teil davon. Und Sprache, Kompositionalität, also wie sprachliche Bausteine quasi zur Bedeutung zusammengesetzt werden, das ist etwas, was man heutzutage da noch nicht so gut nachvollziehen kann. Ja, also da gibt es noch viel zu tun. Viele Forschungsmittel, die wir noch brauchen, um diese Fragen beantworten zu können. Würden Sie sagen, wenn wir erst mit der Technik weiter sind, was mit anderen Worten heißt, also sehr viel schneller und wenn sehr komplexe Maschinen immer stärker minimiert werden, so, das ist also eine Grundvoraussetzung dafür, dass Sie in der Forschung weiterkommen oder gibt es da noch andere Probleme? Ich habe es versucht, so ein bisschen in dem Vortrag deutlich zu machen, dass es technische Probleme gibt, wie zum Beispiel die Auflösung von Hirnscannern. Aber es gibt auch fundamentale Probleme. Und dieses Problem, dass wir so kreativ sind und so viele verschiedene Dinge denken können, das ist eins, was immer bleiben wird. Ja, also das weiß ich nicht, ob man in den nächsten 20 oder 50 Jahren dazu kommen wird, diese ganze komplizierte innere Zwiesprache, die Menschen haben können, die mit Hilfe eines Hirnscanners auszulesen, das weiß ich nicht. Dazu bräuchte man einen Hirnscanner, der wesentlich besser die Hirnaktivität auslesen kann. Und da ist heutzutage noch nicht mal irgendeine Technik in Sicht. Also man weiß gar nicht, wie so eine Technik überhaupt prinzipiell aussehen könnte. Es ist einfach mal jemand fast 25 Jahren, über dieses Phänomen gestolpert, was man heutzutage benutzt, dass man nämlich der Sauerstoffgehalt des Blutes im Gehirn, also wo Aktivität passt, also Nervenzellen aktiv werden, brauchen sie Sauerstoff, dann gibt es so eine Kaskade von Ereignissen, das ändert den Sauerstoffgehalt des Blutes, dadurch ändert sich der Magnetisierungsgrad des Blutes und diese Kaskade, das wusste man schon seit den 30er Jahren, aber dass man das messen kann, da sind die Leute erst Ende der 80er, frühe 90er Jahre drauf gekommen. Und seitdem arbeitet man eigentlich mit dem gleichen Prinzip. Es ist vollkommen unklar, wie jetzt die nächste Generation von Hirnscannern aussehen könnte. Sie haben uns ja ein paar Beispiele gezeigt von Science-Fiction-Filmen und uns auch darauf aufmerksam gemacht, wie relativ ähnlich doch eine dieser Vorstellungen zu der Art von Maschine ist, mit der Sie heute arbeiten. Mir ist in dem Zusammenhang, habe ich daran gedacht, dass in den Jahren, in den 50er Jahren nach den ersten Atombombenabwürfen hat es jede Menge Science-Fiction-Filme gegeben, die sich mit dieser atomaren Verstrahlung beschäftigt haben, aber auf eine ganz andere Weise. Die haben nicht das gezeigt, was wir heute als die größten Risiken der Atomenergie bezeichnen würden, sondern die haben gezeigt Riesenkäfer. Also mutierende Insekten, die dann sich auf die Welt stürzen und sie auffressen und da eine Bedrohung sind. Man könnte sagen, diese Vorstellungen haben ja auch eine Konsequenz gehabt. Wenn man sieht, wie ahnungslos die Leute in den 40er und 50er Jahren mit Kernenergie umgegangen sind, das ist ja erschreckend. Wir sind der ersten Kernreaktor, den hat man, wenn ich mich recht erinnere, in Washington gebaut, in einer Großstadt. Den man hat quasi die Reaktion auf einen großen Stapel Uranstücken gesessen und hat das einfach, einen Kernreaktor einfach so betrieben. Wenn man sich das einfach mal vorstellt, wie naiv die Leute da rangegangen sind, das ist schockierend. Ist natürlich auch ein Thema eines anderen psychologischen Forschungsbereichs, an dem mir sehr viel liegt, nämlich die Frage der psychologischen Faktoren in der Beherrschbarkeit von komplexen Systemen.
Das ist natürlich etwas, wo man einfach immer wieder beobachten kann, dass Menschen glauben, dass sie komplexe technische Systeme beherrschen können, dass sie sie verstehen können und dass das aber meistens nicht so ist. Und das gilt für alle möglichen Dinge. Das gilt für Kernenergie, das gilt für Computersysteme, das gilt aber auch für Klima und Umwelt natürlich genau, und zwar auf beiden Seiten. Also auch die Vorstellung, dass man etwas Komplexes wie das Klima richtig modellieren kann, ist ja sozusagen auf der Seite der Guten wiederum möglicherweise eine Selbstüberschätzung, dass man meint, das ist auch ein technokratischer Gedanke, der dahinter steckt. Ich könnte quasi Vorhersagen machen darüber, wie das Klima sich entwickeln wird, in einem unglaublichen, komplexen, dynamischen System. Also wir sehen das immer wieder im Guten und im Schlechten, auch die technokratischen Vorstellungen, die man hatte, wie man utopische Gesellschaften generieren könnte. Also die Fähigkeit von Menschen in komplexen Systemen zu denken, die zu gestalten und vorherzusagen und fehlerfrei zu machen, ist fast unmöglich. Wir können das nicht besonders gut. Ja. Also so wie ich das Human Brain Project der Europäischen Union verstanden habe, war das aber genau diese Reduktion eines ganz komplexen Ansatzes auf etwas sehr Simples. Ich könnte es mal vorsichtigerweise so formulieren, dass ich glaube, 95% der Neurowissenschaftler in Deutschland sehen das auch so. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch so gefördert werden würde, wo vielleicht klar geworden ist, dass die meisten Menschen diesem Projekt doch vielleicht nicht ganz so optimistisch gegenüberstehen wie diejenigen, die vor allen Dingen das Geld daraus beziehen. Das heißt, es ist ein Übersetzungsproblem einer komplexen Wissenschaft. Wie drücke ich das diplomatisch aus? Ja. So, ja. Sie wissen schon, was ich meine. Was wir machen in erster Linie ist Grundlagenforschung. Wenn ich wissen will, wo Sie heute Abend hingehen werden, macht es keinen Sinn, Sie in Hirnscanner zu tun. Obwohl, wenn das Überleben der Menschheit davon abhänge, dass ich das könnte, würde es auch irgendwie funktionieren. Aber es ist natürlich wesentlich direkter und unmittelbarer, sie einfach zu fragen. Und das ist auch ganz wichtig für das Verhältnis von Hirnforschung und Psychologie, dass in vielen Anwendungssituationen man mit Psychologie wesentlich weiterkommt als mit Hirnforschung, und dass Hirnforschung auch etwas über das durchschnittliche Gehirn aussagt, aber nicht so leicht was über das individuelle Gehirn aussagt. Und dass man als Psychologe an die Individualität einfach kommen kann, indem man eine Person fragt. Also das ist absolut so. Die Frage nach dem Verlust der Objektivität, das ist natürlich ganz interessant, so ähnlich wie bei der Willensfreiheit. Manchmal glaubt man, man verliert Dinge, die man gar nicht erst hatte. Wenn Sie jetzt sagen, wir verlieren die Objektivität, dann würde ich mir die Frage stellen, ob wir überhaupt sowas wie Objektivität jemals gehabt haben. Das ist ja ein Verdienst der Konstruktivisten gewesen und der Radikalkonstruktivisten, darauf hinzuweisen, dass man bei aller Erkenntnistheorie immer die Beschaffenheit des menschlichen Geistes und des menschlichen Gehirns mit berücksichtigen muss. Und das führt quasi in solche Schleifen rein, wie dass ich bei meinem Verständnis der Außenwelt mit berücksichtigen muss, wie ich selber die Außenwelt wahrnehme und mir strukturiere. Und das heißt, Erkenntnistheorie bedeutet auch immer, eigentlich Psychologie und Hirnforschung mit zu berücksichtigen. Und jetzt kann man Optimist oder Pessimist sein. Man kann ja einfach mal gucken, was ist denn im Gehirn drin und was ist in der Außenwelt drin. Und Sie haben es ja vorhin gesehen, Sie haben ja das Video gesehen, da sehen Sie den Film in der Außenwelt, dann sehen Sie diese Rekonstruktion, die ja doch schon relativ gut ist. Das heißt also, an vielen Stellen können wir auch, gerade bei solchen einfachen Wahrnehmungsphänomenen, kriegt das Gehirn das doch schon eigentlich immer so einigermaßen hin. Es gibt die optischen Täuschungen, also viele Fälle, wo wir uns auch täuschen oder auch am Anfang, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dieses, dass man die Vorstellung hat, man nimmt die Umwelt in seiner Komplexität wahr, aber dass man doch viele Fehlstellen hat, wenn man mal drauf, wenn es wirklich mal drauf ankommt, das mal zu demonstrieren, was man da so alles sich erinnert. Aber diese Fehlstellen sind natürlich, also die sind überall da, aber trotzdem kriegen wir es ja so einigermaßen hin. Ja, und das ist sicherlich Ausdruck dessen, dass wir nicht vollkommen fehlangepasst an unsere Umwelt sind. Sie hatten gerade ausgeführt, dass der Dualismus von der Mehrzahl der Neurobiologen abgelehnt würde und auch natürlich auch von sehr vielen Philosophen. Der was? Der Dualismus, ja. Den hatten Sie ein bisschen pathologisiert. Also Substanzdualismus. Ja, gut.
Nun ist aber, wenn man sich dem Phänomen zuwendet, ist doch interessant, dass durch diese bildgebenden Verfahren eigentlich eine äußere Perspektive eingenommen wird in Bezug auf diese Dinge, die da im Gehirn vor sich gehen, während wir ja, wenn wir unsere eigenen Gedanken hervorbringen und auch beobachten, eine Innenperspektive haben. Das heißt also, dass dieser Dualismus, ja, zwischen der Neurobiologie, zwischen der neurobiologischen Forschung in Bezug auf diese bildgebenden Verfahren und dem, was wir selber beobachten, wenn wir unsere Gedankenwelt beobachten, unsere Innenwelt beobachten, dass der eigentlich vom Phänomen her da ist. Also den kann man nicht wegdiskutieren. Heißt das jetzt, dass 100% der Menschheit zu pathologisieren sind, weil sie diesen Dualismus empfinden und nur die Neurobiologen in ihrer Art des Reduktionismus quasi der Realität näher kommen? Oder habe ich Sie da missverstanden? Also das war nicht vorhin sehr verkürzt. Es gibt ja verschiedene Formen von Dualismus. Und der Dualismus, den ich meine, ist der Substanzdualismus, in dessen Rahmen es möglich ist, muss nicht unbedingt so sein, aber das ist, so wird es meistens konstruiert, dass der Geist sich unabhängig vom Gehirn verhalten kann. Es geht also nicht darum, dass wir eine andere Perspektive haben. Es gibt ja die sogenannten Qualia, also die subjektiven Erlebnisqualitäten, Rot, Grün, Gelb und so weiter, Töne, alle möglichen Empfindungen, Gerüche, wo man von außen, wenn man aufs Gehirn drauf guckt, sieht man erstmal nur Nervenzellen feuern. Und da sieht man kein Rot und kein Gelb und keine Gerüche und so weiter und so fort. Diese subjektiven Erlebnisqualitäten sind also Aspekte, die erstmal von außen nicht vollständig erklärbar sind in einer wissenschaftlichen Theorie. Und das, ich bin Anhänger der Richtung, die glauben, dass es da einen Rest gibt, den man damit nicht erklären kann, nämlich die subjektiven Erlebnisqualitäten. Man kann aber doch was daran erklären, man kann mich erklären, wann sie auftreten. Man weiß also immer ganz genau, es tritt auf, wenn im Gehirn das und das passiert. Also mithin würde man das als Eigenschaftsdualismus vielleicht bezeichnen können oder als Supervenienztheorie. Also dass es eine systematische Beziehung immer gibt zwischen den Hirnprozessen und den zugehörigen geistigen Prozessen. Der Dualismus, der, glaube ich, passé ist, ist der dekartesianische Dualismus, und der postuliert, dass Geist und Körper bzw. Gehirn nur an bestimmten Schnittstellen sich miteinander austauschen und dass der Geist sich unabhängig verhalten kann vom Körper. Das heißt, vielleicht kann man es einfach auf die einfache Formel bringen. Wenn ich etwas denke, dann gibt es ein Aktivitätsmuster im Gehirn. Wenn ich was anderes denke, gibt es ein anderes Aktivitätsmuster im Gehirn. Es kann nicht passieren, dass zwei verschiedene Gedanken, die ich habe, dass dann 86 Milliarden Nervenzellen, die ich habe, alle genau das Gleiche machen. Die machen dann was anderes. Nun, die letztliche Erklärung dann, warum ich etwas als Rot, Grün oder Gelb sehe, das ist etwas, was möglicherweise einfach man als gegeben hinnehmen muss. So ähnlich wie man ja auch die Gravitationskonstante mit 9,81 ja nicht in Frage stellt und sagt, warum ist die denn jetzt so? Es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten in unserem Universum. Also es gibt ja quasi in der Physik auch bestimmte Grundkonstanten, die man erstmal gegeben nehmen muss, aus denen man sich das aufbaut. Natürlich ist es dann so, dass es eine Innen- und eine Außenperspektive gibt. Nur zu jeder Änderung in der Innenperspektive gibt es eine Änderung in der Außenperspektive vom Gehirn. Und natürlich ist es so, anknüpfend an die Frage von dem Herrn neben Ihnen, dass der Zugang oftmals über die Psychologie und über das Fragen wesentlich leichter ist als über das Gehirn. Ganz klar. Ich habe eine möglicherweise ganz naiv anmutende Frage. Schon der Begriff bildgebendes Verfahren verweist ja auf das Auge und damit auf eine Tradition, die, wenn man Christina von Braun folgt, eine ganz abendländische Tradition ist. Naiv ist die Frage insofern, als ich Musikerin bin und mich frage, was ist eigentlich mit dem Hörsinn? Wird der sozusagen in Ihrer Forschung komplett ausgeklammert und wenn ja, warum oder vielleicht doch auch nicht? Denn das ist ja ein Sinn, der sozusagen auch unsere Wortvorstellungen entscheidend mitprägt. Ja, also ich bin nicht primär Hörforscher oder ich bin primär, meine Forschungsgebiete sind das Sehen und die Handlungsplanung. Wir haben aber schon Projekte übers Hören gemacht
Und da sieht man ganz ähnliche Phänomene, dass man also die Inhalte dekodieren kann. Sie können auch dekodieren die Botschaft unabhängig vom Sprecher. Also wenn verschiedene Leute die gleiche Botschaft einsprechen, können sie das voneinander trennen, diese Aspekte. Wir haben uns also auch mit Musik beschäftigt. Es gibt ja Stefan Kölsch hier in Berlin, der anerkannter Neurowissenschaftler von Musik, sich beschäftigt primär. Mit dem machen wir jetzt Sachen zusammen. Dieses Thema ist eins, was mir schon am Herzen liegt. Allerdings muss man sich immer auf etwas spezialisieren, weil sie können quasi nicht überall zu Hause sein und sich damit auch gut auskennen. Und die Frage, die Sie am Anfang stellten, ist natürlich eine ganz spannende. Die Frage, inwiefern möglicherweise unsere Vorstellungen durch den Gesichtssinn, also durch das Sehen, stärker geprägt sind, unser wissenschaftliches Modell, als durch den Hörsinn. Und das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass wir die Einordnung in drei Dimensionen und die Bandbreite, also die Komplexität, die Informationsaufnahme, die wir bekommen, durch unser Sehsinn wesentlich höher ist als die durch unser Hörsinn. Unser Hörsinn ist fantastisch, also super, ich will es gar nicht diskreditieren, genau wie Tastsinn und so weiter und so fort. Also ich habe euch alle lieb, alle meine Sinne habe ich alle lieb, aber wenn ich jetzt sagen sollte, welcher meiner Sinne am meisten Informationen von der Außenwelt erstmal aufnimmt, ganz hart gesagt in Bit, sage ich jetzt mal, ja, wie viele Memory-Sticks müsste ich voll, USB-Sticks müsste ich vollschreiben, um das zu kodieren, was mein Sehsinn in einer Minute wahrnimmt und das, was mein Hörsinn in einer Minute wahrnimmt, da ist es so, dass unser Sehsinn wesentlich mehr aufnimmt als unser Hörsinn. Das ist leider und trotzdem ist der Hörsinn natürlich interessant. Es gibt bestimmte Dinge, die wir besonders gut in Form von unserem Hörsinn aufnehmen können. Zum Beispiel ist die zeitliche Auflösung unseres Gehörs wesentlich besser als die zeitliche Auflösung unseres Sehsinns. Das heißt also, wenn es darum geht, so ganz feine Nuancen in zeitlichen Phänomenen wahrzunehmen, sollte man sich lieber auf sein Gehör verlassen als auf seinen Sehsinn. Und es gibt ja auch diesen schönen Ausdruck, Architektur ist gefrorene Musik. Damit kann man schon sehen, dass man die Musterbildung im Sehsinn und im Hörsinn auch zum Teil auch ineinander überführen kann. Also Sie können ja aus einem Kernspinnaufnahme können Sie auch als Ton darstellen oder als Klang darstellen. Haben wir auch schon mit rumgespielt. Aber ich weiß nicht, ob Sie es vom Gehirn so viel verstanden hätten, wenn ich Ihnen die Klänge vorgespielt hätte. Vielleicht ja, vielleicht Sie ja als Musikerin. Ja. Also eigentlich habe ich jetzt 10.000 verschiedene Fragen und ich versuche jetzt so ein Destillat herauszufiltern und kann sagen, also es gibt eine Aussage von, die heißt, das Genie des Künstlers ist eigentlich der Körper. Und zwar, was mir jetzt bei der ganzen Hirnforschung, also es gibt ja die Kodierung, wo man immer versucht, was auszulesen aus dem Gehirn, der Vergleich mit der CD etc. Aber das, was im Gehirn verarbeitet wird, sind ja Informationen, die ja vorher auch schon kodiert wurden über unsere Wahrnehmungssinne. Also es ist einmal das Sehen, was blinde Menschen jetzt wiederum nicht so zur Verfügung haben. Dann das Hören, Tasten, Riechen, Schmecken, Pheromone von Mitmenschen etc. Und deswegen glaube ich, dass es alles so ein bisschen einseitig ist. Also jetzt so Bilder rauszulesen, ein Motorrad, Auto und so. Also deswegen vermisse ich bei der ganzen Sache, also wenn es jetzt auch um die Frage der Manipulierbarkeit von Menschen geht, wenn man sich fragt, ja, wie kann man das, was im Gehirn passiert, manipulieren, dann muss man doch eigentlich die Daten, die eingelesen werden, manipulieren, weil das ist ja das, woraus das Gehirn oder unser Gehirn dann die Realität, das Bild erst zusammensetzt. Also was passiert ja auch in der Werbung über oder Geruchsstrategien in Kaufhäusern etc. Also wir sind ja schon sehr viel manipulierter. Oder wenn ich sage, wenn ich wissen will, wie verhält sich ein Mensch, dann können wir, glaube ich, Google fragen. Die wissen das, glaube ich, schon ganz gut. Also dass Algorithmen unser Verhalten, ich meine, wir sind ja alle zu einem gewissen Grad pavlovsche Hunde, jeder hat seine Angewohnheiten. Und von daher finde ich das so ein bisschen
einseitig so die Diskussion, so dieses Muster ist jenes Ergebnis oder, also wie gesagt, ich könnte jetzt 10.000 Fragen in weitere Richtungen stellen, das sind jetzt so ein paar Anregungen. Ja, also, Sie sprechen mir aus der Seele, wenn Sie die Universalantwort auf alles aus der Hirnforschung haben wollen, dann muss ich Sie leider enttäuschen, die gibt es nicht. Heutzutage noch nicht und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht. Und es ist auch so ein ganz interessantes Phänomen, dass geradezu so religiöse Heilserwartungen an Hirnforscher gestellt werden, alles Mögliche erklären zu können. Und natürlich hat man den Anspruch, dass man versuchen möchte, Dinge zu erklären, auch komplexe Phänomene zu erklären. Aber das heißt noch lange nicht, dass man das schon alles erklärt hat. Also ich meine, wir machen mit bildgebenden Verfahren, das Forschungsgebiet gibt es seit 25 Jahren. Schauen Sie sich mal an, wie weit die Physik in 25 Jahren seit Galilei zum Beispiel gekommen ist. Ja, also das ist, da braucht man, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit, um auch der Komplexität Herr zu werden. Ich muss noch mal ganz klar sagen, die Beispiele sind nicht so gewählt, dass sie möglichst anschaulich sind. Es gibt jetzt erstmal keinen Grund, weshalb man einen komplexen Gedankeninhalt nicht so gut dekodieren kann. Ganz im Gegenteil, komplexe Gedankeninhalte sind wesentlich leichter zu dekodieren, weil sie an viel mehr Stellen festgelegt sind. Ja? Also etwas Abstraktes zu dekodieren ist schwieriger als etwas Konkretes mit vielen Assoziationen zu dekodieren. Aber ganz technisch gesagt, in der Philosophie spricht man immer vom Explanandum, also das, was man erklären möchte, was zu erklären ist. Und dieses Explanandum ist die komplexe, vielschichtige Struktur aller menschlichen Erlebnisse. Und dass man die noch nicht erklären kann, das ist offensichtlich, dass man das nicht kann. Und es ist auch relativ klar, dass man das auch in den nächsten Jahren nicht können wird. Man kann nur versuchen, es zu tun, aber man sollte nicht den Eindruck erwecken, dass man das bereits heutzutage mit Hirnforschung leisten kann. Ja, also das muss man ganz klar sagen, dass man da noch nicht ist. Und dass man bei vielen Phänomenen, wo man dann zum Hirnforscher geht und meint, der würde jetzt die Antwort geben können, dass der Hirnforscher darauf keine Antwort geben kann. Ich sage es Ihnen ganz klar, die Hirnforschung, also es gibt Leute, die schreiben darüber Bücher, über Hirnforschung und Erziehung und so einen ganzen Käse. Das ist alles totaler Schwachsinn. Man kann aus der Hirnforschung heutzutage nicht ableiten, wie man seine Kinder erziehen sollte, sondern dazu braucht man einfach Psychologie und Pädagogik. Das kann niemand im Gehirn feststellen. Das ist alles nur Geschwätz. Jetzt muss ich einen kurzen Einwurf machen. Also ich meine, man kann ja auch sagen, wenn es um Wiederholung geht, also um jetzt auch diese Substanzphilosophen, wenn sie da sind, anzugreifen, Wiederholung ist ja auch immer Wiederholung als ein anderer. Also wir verändern uns ja permanent. Also dass sich so die Persönlichkeit permanent weiterentwickelt oder verändert, finde ich ja auch sehr gut. Und ich finde es auch sehr gut, wenn sich das nicht greifen lässt und nicht erforschen lässt und nicht festnageln lässt. Nein, aber ich finde es auch gut und deswegen, der Mensch lebt ganz einfach. Okay, jetzt. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht und das möchte Ihnen auch niemand wegnehmen. Und all die komplexen Gedanken, die Sie jetzt gerade gehabt haben, diese Vielschichtigkeit ist alles, was man als Hirnforscher erstmal zeigen muss, dass man das erklären kann. Und solange man das nicht kann, hat man erstmal die Hoffnung, dass man es eines Tages kann. Und man startet und man hat schon viel geleistet in den letzten Jahren. Aber es ist einfach, man darf auch nicht zu viel erwarten. Und es gibt einfach so eine komische Tendenz dazu, von der Hirnforschung schon unglaublich viel zu erwarten, obwohl die Hirnforschung am Menschen mithilfe von bildgebenden Verfahren erst 25 Jahre alt ist. Also das muss man auch noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen abwarten, was noch so passiert. Ist es nicht so, wie bereits die Sprache in ihrer Logik der Art und Weise äußerlich ist, wie das Gehirn ursprünglich arbeitet und eben die Sprachstrukturen koevolviert sind, zusammen mit ja, in der subjektiven Praxis, dass man unbedingt anerkennen müsste, dass bestimmte Bedeutungsgehalte ja in der Kunst nur in diesem Medium so entstehen können und nicht allein durch Hirnprozesse, sodass nicht allein das Gehirn der Träger der ja, Bedeutungsgehalte ist? Also das ist eine philosophische Frage und das ist schlicht und ergreifend die Frage, inwiefern Bedeutung etwas ist, was mit Gehirn bzw. dem Geist allein zu tun hat oder dem Verhältnis von dem Geist zur Außenwelt.
Und was dann eine verwandte Frage ist, entsteht durch Interaktion mit der Außenwelt. Es ist natürlich ganz klar, dass die Hirnprozesse in permanenter im Austausch mit der Außenwelt stehen, dass sie die Außenwelt zu einem gewissen Teil abbilden und auch zum Teil sich Hirnprozesse im Sinne der Extended Externalized Cognition auch darauf auf die Außenwelt zugreifen. Zum Beispiel ein Notizbuch ist das beste Beispiel. Ja? Am Notizbuch ist quasi mein verlängertes Gedächtnis. Ich kann darauf zugreifen, ich kann es aufmachen, ich kann bestimmte Dinge nachschlagen. Das ist alles etwas, wo ich auf die Außenwelt Bezug nehme. Und trotzdem ist es eine etwas unterschiedliche Frage, was man erklären möchte. Als Neurowissenschaftler möchte man in meinen Augen erstmal erklären, was Menschen erleben, was Menschen denken und so weiter und so fort, um nicht so sehr, wie das ursprünglich mal zustande gekommen ist und inwiefern bestimmte Prozesse durch die Außenwelt fließen müssen. Aber da gibt es ein ganzes Forschungsgebiet, das sich mit dieser Frage beschäftigt, Embodiment und dann quasi Einbezug der Schleife, nicht nur den Körper, sondern auch die Außenwelt mit einzubeziehen. Und Philosophen haben schon lange die Idee, dass man Bedeutung nur dann richtig verstehen kann, wenn man die Außenwelt mit hinzunimmt. Das hat aber in der Regel was damit zu tun, dass die auch etwas leicht Unterschiedliches erklären wollen. Das ist, was ein Hirnforscher und Psychologe erklären möchte. Ja, erstmal Komplimenti. Es ist alles sehr schön plastisch dargestellt und für mich nachvollziehbar als Laie. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, auch bei den Fragen und den Antworten, es berührt einen Komplex oder es schleift an etwas entlang, was vielleicht für Sie, was vielleicht auch der Hirnforschung letztlich auf die Sprünge helfen könnte, um den Prozess ein bisschen zu beschleunigen. Insofern, dass ich das Gefühl, das klang immer an, die Frage der bildgebenden Verfahren oder anders gesagt als Frage formuliert, wie genau schaut Ihr Metier auf die Mittel, mit denen Sie arbeiten? Weil bildgebende Verfahren klang schon an, Sprache, also Wörter, der Wörterstrom, das sind alles für mich linguistische Folien, die zum Teil schon sehr lange existieren, weil das Bestreben des Menschen zu verstehen, hat sich immer schon unterschiedlicher solcher linguistischer Folien bedient. Und Ihr Vortrag hat insofern auch diese Plastizität gewonnen, dass er sich eines Mittels bedient, das heutzutage sehr im besten Sinne vielleicht aber sehr geläufig ist, nämlich von 10 Vorträgen arbeiten 9 mit PowerPoint ungefähr. Das heißt, unser Gefühl, es ist eher ein Gefühl, also ich würde fast sagen endokrinologisch bedingt, etwas zu verstehen, ist meistens emblematisch strukturiert. Wir brauchen Wörter, genau das, was wir jetzt da vorne sehen. Wir brauchen Wörter, oft auch in Form von Überschriften, Bilder, also Darstellungen, oft Abbilder und irgendeine Art von Fließtext, den haben Sie jetzt mündlich geliefert größtenteils. In dem Moment, wo das in einigermaßen oder ziemlich schlüssig passiert, wie jetzt gerade und auch fundiert natürlich, haben wir das Gefühl, das ist ein Gefühl, wir verstehen etwas. Und letztlich, Ihre Wissenschaft, wie alle anderen Wissenschaften auch, bedient sich auch bestimmter, auch intern bestimmter Binnenmedien, sage ich es mal, linguistischer Folien, die für Sie sozusagen kontextuell zur Referenz werden können. Und in dem Moment, wo das einigermaßen oder möglichst schlüssig, gerade in der Wissenschaft, dann also muss es ja nachvollziehbar, methodisch sauber sein in irgendeiner Form, dann haben Sie das Gefühl, aha, es stimmt, es ist evident. Das ist jetzt bis dahin, denke ich, ist es klar. Ist es erstens die Frage tatsächlich, wie weit schauen Sie auf Ihre Wissenschaftstheorie so kritisch wie notwendig aus meiner Sicht? Und die zweite Sache, das spiegelte sich in dem, was Sie mehrfach gesagt haben, und das ist völlig klar, in dem Moment, wo wir irgendwas denken oder der menschliche Geist unterwegs ist, gibt es eine Repräsentation, zum Beispiel in diesem bildgebenden Verfahren. Das heißt, für mich klingt durch, dass... Und das ist durchaus eine Denkoption. Für mich klingt durch, dass wir eigentlich doch, übertrieben gesagt, als eine Art Maschine gedacht werden, irgendein System, das die Gedanken produziert. Und es ist zumindest eine Frage, auch das, inwieweit es nicht der Geist sein könnte, der diese Maschine herstellt, als Hypothese zumindest. Also da noch 2 Zitate dazu. Das eine ist, wäre vielleicht, oder nicht, eins reicht eigentlich, der Geist. Unser Geist ist ein Verbindungsglied des völlig Ungleichen, Novalis. Was war das nochmal? Das müssen Sie jetzt nochmal... Unser Geist ja. Ist aber nur der Appendix sozusagen oder der Bonustrack.
Unser ja. Geist ist ein Verbindungsglied des völlig Ungleichen. Okay, gut. Novalis, allgemeines Brouillon, 1798. Okay, das ist jetzt für mich so ähnlich wie dieses Luftkissenfahrzeug, das hat volle Aale. Ist für mich jetzt nicht unbedingt sofort mit, es spricht mich jetzt nicht unbedingt bedeutungshaltig an, aber das ist ja auch ein Ausdruck dessen, dass unsere Gehirne sehr unterschiedlich strukturiert sind und wir deswegen auch möglicherweise, ja, genau. Also Sie haben, das war nur zum Schluss, also Ihre Frage fand ich sehr sinnvoll. Ich halte das für eine extrem wichtige Frage. Nämlich die Frage, wie man auf die Wissenschaftstheorie des eigenen Faches schaut, also was für Vornamen man da reinsteckt. Und es gibt ja so diese Vorstellung manchmal von Wissenschaft, dass es wie Fotografieren ist. Ja, ich gehe jetzt los in die Außenwelt und mache ein paar Fotos und dann bringe ich die mit und dann halte ich einen Vortrag und sage, guck mal, hier ist es. Die Blume ist rot, hat 5 Blätter und irgendwie einen grünen Stängel oder sowas. Und dann sind wir uns alle einig, so ist es wirklich gewesen. Wissenschaft funktioniert nicht so. Das haben ja Wissenschaftstheoretiker schon lange auch schon thematisiert. Zum Beispiel, dass Pierre Duhem, der dieses schöne Beispiel, ein französischer Wissenschaftstheoretiker, der gesagt hat, wir glauben immer, wenn wir ein Voltmeter irgendwo anschließen, dass wir damit Spannung messen. Aber da steckt natürlich eine ganz komplizierte Theorie dahinter, bis sozusagen in die Elektrodynamik hinein, was da eigentlich passiert. Im Endeffekt haben wir ein Gerät, das irgendwas macht und zum Schluss bewegt sich irgendein Zeiger oder eine digitale Anzeige ändert sich. Das heißt, man muss es auch reflektieren und auch in Frage stellen, inwiefern da die Technik, was hat man eigentlich für ein Bild von den Dingen, die man misst, ist sehr wichtig. Und da gibt es allerlei falsche Vorstellungen. Also ich bin davon auch nicht immun. Und manchmal denke ich dann wieder, ach ja, genau, da hast du ja wieder was falsch gesehen. Und es gibt natürlich alle möglichen Erwartungen und Theorien. Und Theorien sind in meinen Augen ganz oft Gift. Viele Leute hängen sich zu sehr an Theorien dran und versuchen dann alles, um diese Theorien zu bestätigen. Ich halte das für sehr problematisch. Auch wieder etwas, was man wissenschaftstheoretisch auch wieder reflektieren muss, inwiefern man wirklich unvoreingenommen an Daten herangehen kann. Das ist auch so eine Vorstellung, auch in der Statistik, dass man das kann, ist unsinnig. Forschung ist immer auch erwartungsgetrieben. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Hirnforschung. Und die Modelle, die erstellt werden, die sind in der Regel, wenn es komplexere Modelle über Hirnfunktionen sind, sind da immer alle möglichen Vereinfachungen drin. Und wie Sie so schön gesagt haben, auch Metaphern. Ja, also das Beispiel, eine Nervenzelle feuert. Ja, da feuert nichts. Ja, was heißt denn überhaupt feuern? Ja, also das ist ja auch wieder eine Metapher. Ja, also das muss man auch vorsichtig sein, dass man da mit der Sprache richtig arbeitet und dass man auch mit der vielleicht muss man noch berücksichtigen, dass wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, wie das funktioniert, dann ist das ja eine extreme Vereinfachung. Und ich versuche Ihnen trotzdem keinen Schmuh zu erzählen, aber es trotzdem zu vereinfachen, sodass man es anschaulich begreifen kann, was wir machen. Wenn Sie es genauso lange machen würden wie ich, würden Sie es genauso gut begreifen. Ich mache es nur schon ein paar Jahre länger und deswegen muss ich es einfach versuchen, in kurzen Worten zu erklären, was wir so machen. Aber vieles, was wir machen, findet nicht so sehr im Sprachlichen statt, sondern im Mathematischen statt. Das heißt, ich hatte meine Reporterin, eine faszinierende Reporterin vom Deutschlandfunk da, die hatte was gehört, dass wir bildgebende Verfahren verwenden, überhaupt das Ganze geben. Ja? Also wer gibt denn da wem was und so weiter, kann man schon für sich die Frage stellen, was bedeutet denn das? Und sie hatte jetzt die Vorstellung, sie war Kunsthistorikerin, und hatte jetzt die Vorstellung, ich gehe jetzt mal zu so einem, der bildgebende Verfahren analysiert und frage den mal, wie der das macht. Und sie hatte, glaube ich, die Vorstellung, wir machen das wie so ein jemand, der ins Museum geht und sich ein Bild anguckt und dann sitzen wir da und gucken uns diese Hirnaktivitätsbilder an und überlegen uns, was könnte das wohl bedeuten und wie so ein Kunsthistoriker ja, an so ein Bild rangeht. Ist natürlich nicht so, sondern wir verwenden mathematische Verfahren und zum Schluss kommt ein Ergebnis raus. Ja, und das ist da auf der Ebene spielen Metaphern und Sprache eigentlich fast gar keine Rolle. Aber Annahmen über statistische Modelle, wie man Daten auswertet und sowas alles, Erwartungen und so weiter, solche Sachen spielen immer eine ganz starke Rolle.
Das ist aber nicht nur was von Hirnforschung, das ist ein universelles Problem in der Wissenschaft, dass man die Erwartungen des Wissenschaftlers schwer aus der Gleichung herausnehmen kann. Leider. Mich hatte interessiert Ihr Ansatz auch zu den ethischen Implikationen der Forschung. Und da fiel mir sofort ein neueres Forschungsthema ein. Aus meiner Sicht, seit wenigen Jahren wird an sogenannten Brain-to-Brain-Interfaces gearbeitet. Das heißt, das ist eine Art Master-Slave-Prinzip, dass zwei Gehirne zusammengekoppelt werden über elektrische Netzverbindungen. Ist das noch Wissenschaft? Wohin zielt das? Ist das spektakulär oder Spekulation? Können Sie es ethisch bitte bewerten? Ich bin da sehr unsicher. Wenn Sie das jetzt sagen, dann hat man die Vorstellung, dass ich jetzt quasi mein Gehirn nehmen könnte, um Ihr Gehirn zu steuern. Und das ist nicht so. Es gibt zwar die Möglichkeit, meine Hirnaktivität aufzuzeichnen und Ihnen Signale zu geben, aber Ihr Gehirn zu programmieren dadurch, das ist vollkommen unmöglich. Und zwar schlicht und ergreifend, weil man die Stimulationstechniken gar nicht hat, die man bräuchte, um ein komplexes Aktivitätsmuster in Ihr Gehirn reinzuschreiben. Also wenn Sie davon lesen, denn es ist so ähnlich wie, man kann einer Maus mit genetischen Verfahren eine neue Erinnerung einpflanzen. Wenn Sie dann genau gucken, was denn da wirklich drinsteckt, dann ist das einfach nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellen würde, wenn man diese Schlagzeile lesen würde. Und ethisch ist natürlich eine Frage, sobald man anfängt, Gehirne zu stimulieren, ist das ein ganz, ganz großes Thema. Wir müssen uns da nicht so viel Gedanken machen, weil es heutzutage einfach noch nicht so richtig funktioniert. Aber wenn das möglich wäre, dann wäre es ein ganz, ganz großes Thema. Nun würden Sie in der Regel was davon mitkriegen, weil diese Verfahren alle nicht auf die Ferne funktionieren. Und da ist es tatsächlich so, das kann man vollkommen ruhigen Gewissens sagen, das wird auch in Zukunft so sein, dass ich nicht Ihr Gehirn detailliert stimulieren kann, aus der Ferne von hier aus zum Beispiel mit so einem Hirnstimulator, den ich jetzt auf Sie abfeuern würde. Sowas ist Science Fiction, ja, ist komplette Science Fiction. Und Sie würden das also schon merken, wenn jemand Sie manipuliert, weil Sie würden sich auf einmal in der Situation wieder befinden, dass irgendjemand Ihnen so einen komplexen Hirnstimulator auf den Kopf gesetzt hat. Das würden Sie also sicherlich merken. Die Manipulation, der wir ausgesetzt sind, die würde ich nicht so sehr als problematisch sehen von der Hirnforschung. Da würde ich mir für die nächsten 50 oder 100 Jahre eher Sorgen machen, aus Richtung, wie es vorhin ja auch schon anklang, Werbung. Oder mit jedem Facebook-Like manipulieren Sie eine Person. Ja, darüber muss man sich klar sein, dass man mit seinem Verhalten ständig Menschen manipuliert. Mit dem, was ich sage, manipuliere ich Sie. Mit dem, was Sie sagen, manipulieren Sie mich. Wir verändern uns und beeinflussen uns ständig, die ganze Zeit. Und dazu brauchen wir keinen Hirnstimulator. Und da schließt meine Frage eigentlich auch an hier. Hallo. Wenn ich zusammenarbeite oder wenn es diese Momente gibt, dass ja das Gedanken überspringen oder man den gleichen Gedanken hat, ist die Hirnforschung so weit, dass auch schon parallel oder Gruppen von Menschen gleichzeitig angeschlossen werden an diese Maschinen und zu sehen, wie sich das beeinflusst, das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite ist dann nochmal zurück zur Verkörperung. Das funktioniert ja aber auch ein Austausch über andere Sinne halt eben und findet das Denken wirklich nur im Gehirn statt? Oder wie genau ist das? Nochmal eine ganz Basisfrage. Also, es ist relativ einfach. Sie können das Gehirn stimulieren und alle möglichen Gedanken erzeugen. Wenn Sie den Körper stimulieren und das vom Gehirn getrennt, dann haben Sie gar keine Gedanken. Also es ist einfach, das Gehirn ist das, was denkt. Aber das Gehirn steht im ständigen Austausch mit dem Körper. Und dadurch ist natürlich auch der Körper und das Gehirn beeinflussen sich natürlich gegenseitig. Aber wenn es jetzt darum geht, wo das sozusagen ganz hart die Kernrealisierung unserer Gedanken passiert im Gehirn und nicht in unserem Körper. Und die Frage, die Sie zuerst angesprochen haben, ist ja eine, wo man sagen könnte, da geht es um Resonanz und Austausch von Gedanken zwischen Menschen und die Art und Weise, wie sich das im Gehirn widerspiegelt. Das ist auch ein sehr aktives Forschungsgebiet. Da gibt es dann die berühmten Spiegelneuronen, obwohl
jetzt diese Spiegelneuronen vielleicht ein bisschen eine Vereinfachung sind gegenüber den Dingen, die tatsächlich passieren. Aber es gibt schon so gewisse Resonanz- und Spiegelungsphänomene, wo, wenn ich jemanden sehe, der im Schmerz ist, dass in meinem Gehirn etwas Ähnliches passiert, wie wenn ich selber im Schmerz bin. Zum Glück nicht genau das Gleiche, sonst wird es bei mir auch richtig wehtun. Aber es passiert doch zu einem gewissen Grad was Ähnliches. Und diese Spiegelungsphänomene gibt es. Die kann man auch untersuchen. Bei Interaktionen kann man das mit sogenanntem Hyperscanning untersuchen. Das heißt also, zwei Leute sind im Kernspintomographen und tauschen sich aus. Und wir haben dazu auch Forschung gemacht und haben dann festgestellt, wenn Frauen an ihre Freunde, Männer, im Scanner Informationen, emotionale Informationen kommunizieren mit Gesichtsausdruck, dass dann das ein paar Sekunden braucht, bis das beim Mann angekommen ist. Also diese Resonanz kann man also auch zeitlich untersuchen. Aber wenn es jetzt darum geht, im Moment einer kreativen Inspiration zu sehen, wie die sich auf eine Gruppe ausbreitet und so quasi eine Art von Ansteckung mit einer Idee stattfindet, das ist wirklich sehr schwer, das für so einen Kontext, für in so einem Verfahren zu strukturieren. Das ist total spannend, aber nicht so leicht, das umzusetzen in solche Forschung. Da sind wir beim Thema, ich glaube, dass das auch immer noch mit allen zusammenhängt, weil vielleicht, um ein bisschen starrsinnig zu erscheinen, ich hatte mit dieser Frage der Mathematik als sozusagen Werkzeugkiste, als Toolbox, als Medium, innerhalb derer sie operieren, oder eigentlich schon gerechnet. Nicht zuletzt, weil hier in diesem metabolischen Büro gab es vor ungefähr 4 Wochen eine sogenannte Metabolic Office Battle zwischen, die kennen Sie vielleicht, Dieter Mersch und Erich Hörl, das sind 2 Philosophen, ich will darüber gar nicht groß berichten, aber die sich genau eigentlich darüber gestritten haben. Der eine gehört zu den sogenannten, ich bin da kein Fachmann, zu den Leuten, die so eine Art philosophische Ökologie betreiben, die also die ganze digitale Realität mit einbezieht als eine Art Umwelt, die sich vernetzt nach Flusser und so weiter. Ich bin kein Philosoph, aber so viel hatte ich verstanden. Während Dieter Mersch, der ausgebildeter Mathematiker ist und Medienphilosoph eben, sehr darauf beharrte, dass genau die Mathematik, die ja heutzutage auch dann letztlich selbstverständlich mit Computern betrieben wird, Statistik, Algorithmen, alle diese Schlagwörter, dass genau diese Mathematik eben als, was ich eben linguistische Folie genannt habe, eine bestimmte Denkweise sozusagen mechanisch produziert, die eben auch entsprechende Ergebnisse zeitigt. Soll sagen, ich meine das gar nicht ideologisch, ich bin weder dafür noch dagegen in dem Sinne, soll sagen, ich finde das egal, auch wenn Sie von Denken sprechen. Denken kann nur im Hirn stattfinden. Dieses Denken, wenn Sie das Wort Denken aussprechen, findet es eben im Medium der Sprache statt. Überhaupt, ich glaube, dass, ich weiß nicht, darüber können Sie mehr sagen, aber wenn wir von Denken sprechen, wir sprechen davon und wir denken auch morgens los. Also ich werde morgens wach in meinem Hirn, ich erinnere mich meines Namens und ab dann spult sozusagen ein permanenter Strom los. Sehr schwierig, seine Gedanken zu unterbrechen, außer unter bestimmten Umständen, spult ein Strom los bis in die Nacht und bis man wieder eingeschlafen ist. Also meine Frage ist, wie genau ist Ihre Wissenschaft in der Lage, diese unterschiedlichen Medialitäten zu untersuchen, gegeneinander abzugleichen, produktiv werden zu lassen? Ist nicht die, also ich meine, Sie kennen sich da viel besser aus. Ich möchte einfach wissen, ob das endet bei den, Sie haben das eben schon mal gesagt, ob das endet bei den Dingen, wo Sie sagen, dass die visuelle Verarbeitung ist für Kognition wesentlich besser geeignet, mal kurz gesagt, und plausibler. Und ist sie damit verbindlich für die Darstellung von Wirklichkeit? Naja, ich habe es ja versucht klarzumachen, dass wir das Visuelle einfach, das ich jetzt in Vorträgen oft benutze, weil es anschaulicher ist. Man kann damit wesentlich einfacher kommunizieren, was man da eigentlich macht. Bei den Absichten, bei anderer Forschung, die wir machen, ist es ein bisschen schwieriger, das innerhalb von einer halben Stunde zu kommunizieren. Aber natürlich ist es richtig. Die Methoden, die man nutzt, inklusive mathematischer Methoden, strukturieren Probleme auf eine bestimmte Art und Weise,
und sind, haben Vorteile und haben Nachteile. Ja? Es gibt ja dieses schöne Watzlawick'sche Beispiel von jemand, der seinen Schlüssel verliert, aber nicht da guckt, wo er ihn verloren hat, sondern da, wo das Licht hinscheint, weil er ihn da besser finden kann. Und das ist natürlich etwas, wo man als Forscher immer aufpassen muss, dass einem nicht diese sogenannte Objektentgleisung passiert, dass man nämlich auf einmal anfängt, weil man die Frage, die einen eigentlich interessiert, nicht in den Griff kriegt, dann anfängt, andere Dinge zu erforschen. Die Psychologie ist voll von solchen Leuten. Ja, die interessieren sich für den menschlichen Geist und fürs Bewusstsein und stellen sie fest, das ist ganz schön schwierig, also werden sie Statistiker. Und dann fangen sie... Wahrscheinlich geht es auch umgekehrt, ja. Also, dass man feststellt, dass mit der Statistik bestimmte Dinge nicht erklärt werden können, und da wird man wahrscheinlich eher Philosoph werden, ja. Aber wir machen das dann so, dass wir mit Wissenschaftstheoretikern sprechen. Also, es ist sogar so, dass ich in einer ganzen Reihe von Philosophen in Deutschland gesagt habe, es gibt so verschiedene Teilgebiete der Philosophie. Es gibt die sogenannte Philosophie des Geistes, wo man sich grundlegend mit so Fragen beschäftigt, wie funktioniert denn Gehirn und Geist zusammen, wie muss man sich das denken. Und dann gibt es Wissenschaftstheoretiker. Und es gibt relativ wenig Wissenschaftstheoretiker, die sich der Hirnforschung gewidmet haben. Und ich sage immer wieder, wir brauchen keine Philosophie des Geistes, sondern wir brauchen eine Wissenschaftstheorie der Hirnforschung. Und jetzt hat gerade letzte Woche ein Kollege mir geschrieben, er hat gesagt, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Jetzt habe ich meinen ersten Artikel über Wissenschaftstheorie der Hirnforschung geschrieben. Du hast mich doch so lange vollgelabert davon, dass ich jetzt, dass ich mal sowas, dass man sowas machen sollte. Hier ist es. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Was anderes, was wir machen, ist, dass wir Philosophen einladen. Ich habe zum Beispiel in meiner Arbeitsgruppe 2 Philosophen. Das sind immerhin 10% meiner Mitarbeiter sind Philosophen. Darunter ein Doktorand, der sich mit der Frage beschäftigt, was Philosophen sagen immer gerne, man hat ja die Intuition, dass, was weiß ich, was Willensfreiheit bedeutet, dies und jenes. Und wir gucken jetzt einfach mal nach, was verstehen denn Menschen wirklich darunter. Also jetzt haben wir dann Leute, in ungefähr 500 Leute in so einem Web-Interview befragt, was verstehen sie denn wirklich unter Willensfreiheit? Dass man nicht einfach nur immer meint, jeder wüsste jetzt, was Leute da drunter verstehen, sondern einfach mal wirklich genauer zu gucken. Und wir haben eine Philosophin als Resident Philosopher da für ein halbes Jahr aus Dänemark, die sich die mit der Frage von Kausalität der Hirnforschung beschäftigt. Also Vorstellung von Kausalität was ist denn da jetzt wirklich genau bewiesen und was nicht. Das sind also alles Themen, denen man sich einfach stellen muss, die aber auch interessant sind. Also ich habe ja auch mal nebenbei nicht so richtig Philosophie studiert und liebe auch diese Themen sehr, aber man muss sich dann doch im Alltag, kann halt nicht alles machen, ne? Aber das ist ein extrem wichtiges Thema. Ich gebe sofort weiter nur einen Nachsatz. Ich bin Musiker, wissen Sie, also ich arbeite viel mit Komponisten und auch Musikwissenschaftlern. Mein Kollege Marc André sagt dann gerne, weil in der Musikwissenschaft das Erbsenzählen war sehr beliebt, also von wegen da so und so sieht, rot ist die Pflanze, ist die Blüte und so und so viele Blütenblätter hat sie. Also er spricht da von der Fluktuation des analytischen Protokolls als Notwendigkeit. Ich habe es, das funktioniert, ja. Erstmal vielen Dank. Ich fand, da waren einige wirklich schöne Anregungen dabei. Ich kenne mich damit überhaupt gar nicht aus. Ich finde es aber spannend, weil ich so die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass es oder Gefühl oder gehört habe oder gedacht habe, keine Ahnung, dass es eigentlich ja um eine Realitätsforschung geht. Also was ist Realität? Und was ich ganz wunderbar fand, war dieser Moment von diesem Uncanny, von diesem Moment, es geht ganz nah an der Realität dran und dann slippt das irgendwie weg und dann wird es mir unheimlich, dann wird es mir komisch. Und eigentlich ist das ganze Gebiet für mich ziemlich uncanny, muss ich sagen. Also auch das, was Sie eingangs schon gesagt haben, dass die Erinnerung selber sich natürlich auch die ganze Zeit verändert und man dann absolut darauf schwört, dass was so gewesen war oder so gewesen war. Also Realität als solches verschiebbar ist, auch in seinem eigenen Wahrnehmen, in seinem eigenen Leben. Und das natürlich reziprok mit allen von uns drumherum und immer nach dem Konsens gesucht wird, was denn wir als Realität jetzt erleben. Und inwieweit das jetzt in Ihre Forschung mit reinkommt, ob es wirklich sowas wie so eine Wahrheit der Realität,
inwiefern, weil ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, was jetzt eigentlich das Ziel ist. Sie sagten vorhin Kriminalität, da wären Sie total dabei. Also wenn es um eine Wahrheitsfindung ginge, bei Verkäufen von Autos eher nicht. Aber letzten Endes geht es doch darum, um diesen zu erforschen, wie Realität gebildet wird im Hirn. Oder also ja, das würde ich gerne, das ist eine Frage. Ja, also diese erkenntnistheoretische Frage ist total spannend. Also ich habe jetzt gerade heute wieder zwei Bücher von Amazon bekommen, wo es um die Frage geht, warum glauben wir bestimmte Dinge? Ich finde, das ist eine der spannendsten Fragen, die es überhaupt gibt. Die können Sie heutzutage mit Hirnforschung noch nicht so richtig beantworten. Also diese ganzen epistemologischen Fragen sind noch ein bisschen schwer, weil Sie auf diese Ebene der Verarbeitung gar nicht hinabsteigen können im Moment, die man mit psychologischen Verfahren relativ gut abbilden kann. Ich muss auch ganz klar sagen, ich verstehe mich in erster Linie als Kognitionsforscher, als jemand, der sich fürs menschliche Denken und Erleben interessiert. Und da gehört die Hirnforschung dazu und die Psychologie. Man braucht beides und manchmal braucht man das eine, manchmal das andere. Und bestimmte Auflösungen, gerade bei solchen Fragestellungen, kriegt man relativ schlecht in der Hirnforschung. Man kann sich erstmal ganz basal anschauen, wie bildet das Gehirn die Außenwelt ab und sieht, dass es bestimmte Fehlwahrnehmungen, auch Fehlrepräsentationen auf der Ebene des Gehirns gibt. Aber die Mechanismen dann, gerade bei komplexeren Glaubenssystemen, die dann aufzudröseln, das ist mit der Hirnforschung heutzutage noch gar nicht möglich. Also, wie weit spielt da das Wort Bewusstsein eine Rolle da drin? Also es interessiert mich, also gerade, weiß ich, man kennt von den Ende 60er Jahre Claudio Naranjo natürlich aus der Psychologie kommt, Psycholyse-Sitzung zu merken, wow, da geht's plötzlich in eine ganz andere Realität rein und die kann durchaus was lösen und es ist eine ganz klare Manipulation, eine Stimulation von dem Hirn und das Hirn macht was anderes daraus. Also inwiefern wird überhaupt über Bewusstsein geredet auf dem Feld, wo Sie arbeiten oder ist das eher wirklich richtig Mathematik? Also das war vorhin ganz interessant. Ja, also ich glaube, wenn die meisten Leute meiner Kollegen fragen würden, worüber ich arbeite, die würden sagen über Bewusstsein und Willensfreiheit. Also es ist sozusagen das Kernthema und zwar die Frage, wie bewusste Informationsverarbeitung passiert und wie unbewusste Informationsverarbeitung passiert. Das heißt, ich sage jetzt mal im einfachsten Fall unterschwellige Reize, was lösen die in mir aus, wie weit werden die verarbeitet und so weiter, im Vergleich zu Dingen, die ich über dich bewusst rational nachdenken kann. Das ist aber nur die einfachste Variante davon. Das ist also ein permanentes Thema, wobei Bewusstsein hat so viele Bedeutungen, dass manche Leute verstehen darunter, dass ich etwas weiß, also sich bei einer Sache bewusst sein, einfach schlicht und ergreifend etwas zu wissen. Und andere Leute verstehen darunter Bewusstseinslage, so wie ich habe irgendwas genommen, was bewusstseinsverändernd ist, wo sich das gesamte Koordinatensystem meines Denkens verschiebt. Das meine ich damit also nicht. Aber in dem ersteren Sinne ist etwas, worüber wir sehr viel Forschung machen. Und es ist manchmal selbst da erstaunlich, wie wenig man darüber weiß. Zur Frage der Introspektion. Sie hatten angesprochen, ja, dass man sein Erleben verändert, wenn man es als Objekt nimmt und dass wir ja im Kontrast dazu etwas als Subjekt durchleben. Also geht es um die intransitive, ja, den intransitiven Aspekt ja, des Wahrnehmens, nicht das Was, sondern das Wie. Können Sie damit was anfangen? Also wo ist, das ist mir meistens so... da ist so die Sentienz, also so mehr so Creature Consciousness, das da moduliert wird, also das Wie des Wahrnehmens, das ich durchlebe. Können Sie damit was anfangen und wo ist das im Scanner? Also finden Sie das irgendwo wieder? Da gibt es auch so verschiedene Zugänge dazu. Ich glaube, viele Leute würden darunter Metakognition verstehen. Also das heißt, ich denke darüber nach, wie ich nachdenke. Die Grundproblematik ist eine, die zum Beispiel bei William James schön nachgelesen werden kann. Nämlich, kann ich auf der Straße sein und gleichzeitig auf dem Balkon stehen und mir selber beim auf der Straße sein zugucken. Es gibt also eine gewisse Paradoxie dabei, sich selbst beim Denken zuzuschauen, weil erstens mal die Introspektion den Gegenstand verändert und dann man gar nicht mehr weiß, ob man, was man da untersucht, eigentlich ein Artefakt ist. Und da haben sich die Psychologen im 19. Jahrhundert lange und leidenschaftlich drüber gestritten, über diese Frage.
diese Selbstreflexion ist etwas, was auch wiederum schwer ist, sowohl für Psychologie als auch für Hirnforschung richtig abzubilden. Aber für Hirnforschung sicherlich noch schwieriger als für Psychologie. Also Sie haben jetzt sozusagen, alle interessieren sich sozusagen sehr für diese sozusagen sehr, wie soll man sagen, die fortgeschrittenen Themen, sagen wir es mal so. Und das ist sicherlich ein Thema für Fortgeschrittene. Müssen wir noch ein paar Jahre länger warten. Man merkt ja an den Fragen, es ist ein großes Bedürfnis danach, eine neue Leitwissenschaft zu haben, die einem alle Fragen, die wir als Menschen haben, erklärt. Das hat es immer gegeben, es war jeweils eine andere. Im Moment scheint es die Hirnforschung zu sein. Gut, eine letzte Frage. Also ich möchte nicht, dass die Hirnforschung als so eine Leitwissenschaft verstanden wird. Ich halte das für einen Fehler. Und ich denke, die Hirnforschung zusammen mit Psychologie kann viele Phänomene des menschlichen Geistes, das für uns sehr wichtig ist, verstehen helfen und ist auch sicherlich wichtig bei allen anderen Dingen, die wir tun, ob wir jetzt Geschichtsforschung machen oder Soziologie oder irgendwas, ist immer wichtig zu verstehen, wie man selber funktioniert. Aber die Hirnforschung da rauszugreifen, das halte ich für problematisch. Das ist sicherlich ein sehr ungesunder Trend. Also ich bin ja selber Hirnforscher, ja, also das ist aber auch Psychologe, und ich halte das für gefährlich, wenn Kollegen von mir meinen, man würde in 20 Jahren die Psychologie durch Hirnforschung ersetzen können. Das ist totaler Quatsch. Ich hätte eigentlich nur noch gewusst, nochmal zurückgreifen auf dieses Wundergerät da, den Lügendetektor. Können Sie ein bisschen aufsprechen? Den Lügendetektor wollte ich nochmal ins Spiel bringen, warum das Gerät so heißt und wie Sie Lüge definieren würden. Also was Lüge eigentlich ist, was dort dekodiert wird. Ja, eine Lüge ist, wenn man etwas sagt, von dem man selber glaubt, dass es falsch ist. Ne? Also wenn Sie etwas sagen Sie haben Fußballspiele gesehen, es war 3-0, Sie denken aber, es war 3-2. Und dann fragt Sie jemand, was ist da passiert, und Sie wollen lügen und sagen 3-0. Sie sagen es also quasi richtig, aber Sie glauben selber, es ist falsch, ist es auch eine Lüge. Es ist quasi eine subjektive Lüge in dem Sinne. Und wenn man Lügendetektoren baut, was muss man sich erstmal fragen, was ist denn eigentlich das Interesse, worauf man hinaus möchte? Das eine ist, man möchte eigentlich wissen, das ist das Ideale, was ist denn wirklich passiert? Das ist eigentlich das, was man wirklich wissen möchte. Und wenn man das auslesen könnte, die Erinnerung, was ist denn wirklich passiert, dann bräuchte man gar keinen Lügendetektor. Dann müsste man die Person gar nicht fragen, wie hat es denn gestanden, 3-2, 3-0 oder irgend sowas, sondern würde einfach die Erinnerung auslesen. Das ist also quasi, das wäre der unmittelbare Weg. Aber das geht nicht so leicht, und man versucht das dann quasi in eine gemeinsame Währung zu übertragen, weil sonst haben Sie dieses ganze Problem der Komplexität da. Wenn Sie nämlich wissen wollen, was wirklich passiert ist, müssen Sie quasi alle möglichen denkbaren Gedanken auslesen können. Sie müssen also wissen, was passiert im Gehirn, wenn jemand 3-0, 3-1, 3-2 und so weiter denkt. Und stattdessen machen Sie dann den Trick, also das ist jetzt so meine Interpretation des Ganzen, Sie lassen die Person einfach mit Ja oder Nein antworten und stellen dann fest, ob die Person gelogen hat oder nicht. Und das ist eine Art und Weise, sich dieser Komplexität überhaupt mal Herr zu werden, indem man sie die Komplexität einfach reduziert. Ja, damit machen Sie quasi die Person selbst zum Wächter darüber, ob das wahr war oder falsch war, was sie abgerufen hat. Aber wenn die Person sich falsch erinnert, kommen Sie nicht an das dran, was wirklich passiert ist. Natürlich dieses, was man eigentlich schon so schön Make-Believe nennt, also dass man also selber an das glaubt, dass man machen kann, dass man selber an etwas glaubt, ist auch eine spannende Frage. Inwiefern man das jetzt künstlich selber erzeugen kann, Schauspieler werden jetzt ein gutes Beispiel, ist eine ganz, ganz interessante Frage. Und inwiefern einem das dabei hilft, einen Lügendetektortest zu bestehen, das ist natürlich auch eine spannende Frage. Jetzt aber wirklich Schluss und alle Fragen offen und nichts anderes als vielen Dank. Ja, danke schön.